Assalamu alaikum Leute, willkommen zu einem neuen Amra-Vlog. Ich mache wieder meine Amra, inshallah. Diesmal öffentlich, also jeder weiß Bescheid, soweit ich weiß. Ich werde den Account von Balchuk übernehmen, sei es auf Instagram und auf TikTok. Ihr werdet da eh schon merken, dass ich in der Amra bin. Das Video wird eh ein paar Wochen dauern, bis es online kommt. Aber Leute, ich bin jetzt am Flughafen. Es ist sehr, sehr voll. Ich muss erstmal suchen, wo der Balchuk-Stand ist, wie immer. Also wenn ihr Balchuk fliegt, Habibis, immer gucken, wo der Balchuk-Stand ist. Es ist in Halle C. Allahu alam, wo Halle C ist. Ich suche die jetzt erstmal. Gestern, subhanallah, bevor ich losfliege, Bruder, mein Rücken, ich habe Hexenschuss bekommen. Meine Nase ist zu. Aber redet schon alle. Nur Allah mich vergeben. Amin. Hier ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr voll. Also viele starten heute ihre Namra. Allahumma barik. Also Deutschland wird gut vertreten werden, inshallah, in Mekka. Habibis, wie ihr seht, ich habe jetzt das Balchuk-Halsband bekommen. Mein Ausweis drauf, dies, das. Wir haben jetzt einfach alles auf einen Schlag bekommen. Den Ihram in einem Beutel. Wir haben unsere ganzen Dokumente bekommen. Also Balchuk kümmert sich um alles. Die kümmern sich einfach um alles, Bro. Du zahlst das Geld, du schickst dann deine Dokumente. Die machen den Rest. Das ist das Schöne. Wir warten jetzt auf alle, die mit uns in der Gruppe sind. Und dann geht's durch die Gates. Und dann gibt's noch kein Zurück mehr, Digga. Wir sind schon auf dem Weg nach Mekka, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tkhilni mudkhila sidqan. Wakhrijni mukhrija sidqan. Habibi ist Grenzkontrolle überstanden, Bruder. Mein Bart kam durch. Wir müssen aber erstmal das Dur-Gebet beten. Ja, Bruder, macht keinen Sinn, dass wir unsere Umrah starten mit dem verpassten Gebet. Und dann alle, die sich fragen, wer eigentlich mitgekommen ist. Özcan, der Ehremann. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hat sich darüber angemeldet. Guck mal, am Ende des Videos frage ich dich, wie du die Umrah fandest mit mir. Guck mal. Machen wir. Habibis, wir sind jetzt hier. Ihr seht, es ist voll. Wir fliegen gleich los Richtung Kairo, inshallah. Wir haben wieder Wasser geholt, das mehr kostet als ein ganzer Döner. Ich bin sehr aufgeregt, ey. Ich auch, Bruder. Deswegen, Habibis, keine Ahnung, wir sehen uns gleich im Flieger, inshallah. Wenn nicht, sehen wir uns in Kairo, Bruder, wenn ich vergessen habe. Wir sind im Flieger, neben mir ist Platz frei. Was mich gerade verwirrt, ich war zwar... Warte mal. Bruder, die sind 31, wir sind da vorne. Hier ist 32, wie 32 war das? Echt? Ist das falsch Platz? 32. Ja, vorne hier. Ey. Wir sind in Ägypten angekommen, Habibis. Wir müssen erstmal unsere Gebete nachbeten und dann den Ihram anziehen. Ganz, ganz wichtig. Ihram anziehen, Leute. Beim Zwischenstopp immer Ihram anziehen. Und für die Leute, die aus Europa kommen, aus Ägypten, der Miqat nennt sich Wuchta. Und Wuchta ist ungefähr 180 Kilometer von Mekka entfernt. Vor Allah sind wir nämlich alle gleich. Egal, ob König oder Knecht. Oder freier Mensch. Und das Anziehen des Ihrams symbolisiert nochmal äußerlich, dass wir jetzt in einem Weihezustand sind und dass wir uns für Allah alles erledigt haben, was uns mit dieser Dunya vereint. Am besten, wenn ihr anfangt, euch das anzuziehen, stellt ihr euch ein bisschen schulterbreit auf und zieht die eine Seite so weit, dass sie über den linken Bereich eures Bereichs eure Hüfte bedenken können. So, wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt gerade gebetet. Dann hat Sheikh Mohammed gezeigt, wie man den Ihram anzieht. Ganz wichtig, nichts anhaben. Deswegen, ich ziehe den jetzt ganz normal an, Habibis. Tutorials gibt es eh auf YouTube überall, ja, nee. Und die Shiuch zeigen das euch eh vor Ort. Deswegen. Yalla. Bismillah. So, Habibis. So sieht man aus, wenn der Ihram ist, Digga. Vor allem Ihram und Haram, bei uns heißt das so eingedeckt, so Decke. Ich bin eingedeckt, Moro. Habibis, wir haben jetzt gebetet mit dem Ihram, müsst ihr zwei Raka beten. Und diese zwei Raka sind einmal Kul ya ayyuhal kafirun und Surah al-Ikhlas, also Kul hu Allahu Ahad. Und dann sprechen wir jetzt noch eine Absicht und dann sind wir inshallah halb im Ihram-Modus sozusagen. Wir müssen erstmal doch diesen Punkt erreichen, diesen Megat-Punkt, und dann sind wir wirklich im Ihram. Wir haben jetzt gerade die Absicht gesprochen. Während ihr dann auf dem Weg nach Mekka seid, sagt die ganze Zeit Labbaik, Allahumma Labbaik. Ja, wir warten jetzt auf die Gruppe, dann gehen wir zum Flieger, inshallah. Dann geht's rüber nach Mekka. Auf jeden Fall, wir haben eine sehr sympathische Gruppe, Alhamdulillah. Ich habe mich jetzt soweit irgendwie ready gemacht und ich freue mich. Wir sind jetzt beim Flieger, Habibis. Es geht rein nach Jeddah. Mein Platz wird einfach umgetauscht, Digga. Mein Platz war einfach doppelt besetzt. Inshallah habe ich jetzt einen besseren Platz. Ich hab einfach, Bruder, Businessplatz bekommen, Land. Hälfte von uns sitzt einfach Businessplatz. Ich sag's euch, Leute, wenn ihr Umrah macht, kriegt ihr beide kein neues Leben. Ist einfach so. Gebt euch mal, Bruder, komplett frei. Oh, yalla, bismillah. Ich melde mich dann, inshallah, wenn ich in Jeddah bin. Ade. Ja.
zwar, wie ihr gemerkt habt, sind wir jetzt in Jeddah angekommen. Wir warten jetzt auf unsere Koffer. Da draußen steht schon ein Bus ready für uns, plus halt noch der Inhaber sozusagen von Balchok und so weiter. Die werden uns alle empfangen. Oder gucken, was wir machen. Ja, anscheinend ist das Gerede, dass wir einfach um 7 Uhr die Umrah machen, Bruder. Guck mal in die Augen an, Bro. Fertig, inshallah. In wenigen Stunden stehe ich vor der Kaaba, inshallah. Ich freue mich. So, wie wisst ihr, wir sind im Bus. Es ist einfach, ihr seht schon, ich schwitze, Digga. Es ist 4 Uhr nachts. Es ist 40 Grad gefühlt. Da sich das Ganze ein bisschen gezögert hat wegen einigen Sachen, mussten wir jetzt einfach Fajr draußen beten. Wir sind eh in Saudi-Arabien, denn es ist komplett egal, wie und wo du betest. Hauptsache du betest. Du bist was? Eins vor was? Eins vor Tod. Ich auch, Digga. Komisch bei anderen. Alhamdulillah, wir sind endlich angekommen hier, Habibis. Es war sehr, sehr anstrengend. Wir machen unser Umrah inshallah in 2 Stunden. Jetzt können wir nach dem entscheiden, ob man was essen geht, dies und das. Ich glaube, ich gehe erstmal aufs Zimmer. Komm erstmal auf mein Leben klar. Es ist wirklich eine anstrengende Reise, muss man wirklich sagen, Leute. Wir sind im Hotelzimmer, Habibis, und das ist kein anderes Hotelzimmer, als das ihr vom letzten Vlog kennt. Einfach ganz Standard. Toilette mit einer besseren Aussicht als letztes Mal tatsächlich. Wartet mal. Also ihr seht, die Moschee beginnt theoretisch knapp da unten. Und das geht bis nach, also wenn ihr in die Moschee rein wollt, müsst ihr den ganzen Weg hier laufen. Da, oder seid ihr inshallah da hinten in der Moschee drin. Ja, das ist eigentlich so das, einer der nächsten Spots, die man haben kann. Außer natürlich diese Uhr da oben. Aber Bruder, wenn du da oben, kostet 8 Milliarden Euro diese Hotel. Ja, Bibi, ich bin mal Frühstück. Ich hab Hunger, Digga. Ich sehe nicht gut aus, Bruder. Ich sehe nicht gut aus. Egal, sag dein. Die Gruppe hier ist bereit. Und ich bin bereit. Es sieht gut aus, es ist nicht zu voll. Haben wir jetzt im Fernsehen gesehen. Inshallah bleibt das so. Es klein zu machen und ihm zu zeigen, mit der Absicht, alle Menschen um mich herum sind besser als ich. Und ich bin nicht besser als die anderen. Und mit der Absicht gehen wir rein ins Schama. Alles gut bei den Schwestern? Ich hoffe ja. Also Leute, wir haben jetzt den Tawaf beendet. Ich habe jetzt gerade das Gebet gemacht für den Tawaf. Ich habe nicht allzu viel gezeigt, Leute, weil wie gesagt, immer erstes Mal, wenn ich hier bin, die erste Umrah sozusagen, nehme ich nicht viel auf. Ich nutze das eher für mich. Ich werde da eh noch eine zweite Umrah machen. Und da werdet ihr genauer sehen, inshallah, wie eine Umrah abläuft. Da werde ich inshallah versuchen, euch mehr mitzunehmen. Jetzt trinken wir erstmal Semsem, dann geht es rüber für uns zur Sai, inshallah. Dass ich einfach immer wieder aufs Neue bewundere, Wallah. Menschen aus aller Welt kommen hier hin, aus aller Welt. Alle versammeln sich hier hin, wegen einem Grund, Allah. Ich kenne keine einzige Religion oder keine einzige Gemeinschaft, die sowas hat wie der Islam. Das ist unglaublich, ehrlich. Das ist so eine besondere Erfahrung einfach. Und allein, dass ich zum zweiten Mal schon eingeladen wurde von Allah, das ist einfach Gänsehaut, Allah. Wir sind jetzt zu 90% mit unserer Umrah fertig. Wir müssen nur noch unsere Haare kürzen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend gewesen. Aber egal, je anstrengender, desto höher die Belohnung, inshallah. Deswegen, Alhamdulillah für alles. So, Leute, wir haben jetzt das Dur-Gebet fertig gebetet. Alhamdulillah. Ich bin währenddessen fast dreimal eingeschlafen, also mir geht es gar nicht gut. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Friseur, schneiden unsere Haare. Ihr werdet mich gleich mit Glatze sehen, Digga. Ich schwöre, ne? Diese Sonne, der Boden ist so hell. Ich sehe fast nichts mehr. Das ist wie eine Blendgranate hier gerade, weil ich schwöre, das ist so eine starke Sonne. Habibis. Sehr schnell passiert alles, ich weiß. Ich muss meine Seiten auf jeden Fall noch machen. Aber ich bin nur aus dem Mihram raus. Ich muss nur kurz Geld holen, damit ich die Mache kurz bezahle. Ich habe Geld geholt, aber wie ist das? Scheppert rein, Bruder, ja. Wallah, Laminat auf Kopf. Ich habe Laminat. Also Leute, Alhamdulillah, wir haben es geschafft.
die Amra. Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe geholt. Ich habe Werbe geholt, Bruder. Irgendwie, ich habe diesmal mehr geholt als letztes Mal, obwohl das letzte Mal das erste Mal für mich war. Ja, aber es war sehr schön gewesen, Leute. Es war sehr, sehr anstrengend, muss ich wirklich sagen. Aber eben, weil es so anstrengend wird, wird man ja umso mehr belohnt. Leute, ihr müsst euch vorstellen, vor allem jetzt wir Männer, wir opfern sehr, sehr viele Sachen nur für Allah. Das ist eigentlich schon so eine krasse Sache, die man eigentlich nicht erwarten würde so. Überleg mal, als Mann, du ziehst komplett aus, du ziehst nur zwei Leichentücher an. Das sind so einfach deine Leichentücher. Und du gehst hin und du bist da, an der Kaaba bist du ein Niemand. Du bist ein Niemand. Gehst demütig dahin und du denkst dir einfach innerlich so, Bruder, du bist einfach so demütig, einfach so, was bin ich, wer bin ich, so denkst du dir, weißt du, meine? Es ist einfach krass und ich denke mir jetzt so, Bruder, ich gehe jetzt duschen und dann schlafen. Wallah, wisst ihr, wie ich mich freue, Bruder? Boah, ich freue mich richtig. Ja, der Alhamdulillah hat sehr, sehr schön geklappt. Und ich bin sehr, sehr froh drüber. Also Leute, ich bin jetzt im Hotel. Ich habe mir jetzt einen Tee gemacht. Ich habe Nasenspray hier. Ich gehe zu fett schlafen jetzt. Guten Morgen, Habibis. Also nicht guten Morgen, es ist gerade 17 Uhr. Aber ich habe geschlafen. Es war sehr, sehr gut gewesen. Wallah, es war sehr, sehr gut gewesen. Alhamdulillah. Wir haben uns jetzt gerade alle gegenseitig beglückwünscht. Ich habe jedem so einen Ellbogen-Check gegeben, weil ich einfach krank bin, Digga. Aber wäre sehr, sehr schön. Wallah, einfach jeder Einzelne. Ich kenne meinen Nächsten nicht, Bruder. Trotzdem gratulieren, Bruder. Warum nicht? Also Leute, normalerweise sollten wir jetzt einen Vortrag hören. Bruder, einfach wurde weggeschickt. Das ist ein Audio-Guide, das ist wie so ein Walkie-Talkie-mäßig. Und da hinten sind die, wir haben jetzt auf den Sender eingestellt. Wir tun jetzt, als wenn wir jetzt chillen werden. Und der redet da hinten und macht einen Vortrag. Das kann man machen, aber normal Vater kann man nicht machen. Das ist schon ein bisschen cringe irgendwie, ja, von den Security-Leuten hier, Wallah. Aber egal, Alhamdulillah für alles. Also Leute, Adhan hat begonnen. Ich habe gerade mein Handy eingerichtet. Der Bruder hat ein bisschen gedauert. Leute, ganz wichtig, versucht so früh wie möglich Geld zu wechseln. Weil sonst, ja, machen die ein paar Probleme hier. Auf jeden Fall, ich versuche irgendwie zu packen, dass ich mit der Jamaa arbeiten kann, damit ich den Lohn mitbekomme, inshallah. Leute, man muss einfach mal sagen, gibt euch mal jetzt diese Aussicht. Ich packe den Sheet runter, Bruder. Und genießt einfach, tamam. Leute, was ich immer wieder aufs Neue bewundere, subhanallah. Ihr seht ja, überall laufen die Menschen, überall so, ne? Oder sobald Allahu Akbar gesagt wird, Funkstille, Bruder, Funkstille. Ich finde das so bemerkenswert, Wallah, das gibt mir einfach so eine krasse Gänsehaut, ne? Das ist einfach unglaublich. Wallah, Leute, ich hoffe, ich bin richtig, ja? Ich habe jetzt alle Fahrstühle zur Treppe. Egal, Digga, ich bin jetzt schon alle oben. Ich hoffe, ich finde die Brüder sofort, ja? Also Leute, ich war noch nie auf dem Dach gewesen, Digga, ne? Allahu Akbar. Also Habibis, zurück zum Hotel jetzt. Inshallah was essen und dann gehe ich Knockout für immer. Sheikh Zakaria und Sheikh Mohammed haben wirklich sehr, sehr schöne Vorträge gehalten. Ja, dass man einfach sein Ego ein bisschen runterschrauben sollte. Dass man demütig sein sollte, dass man bescheiden sein sollte. Dass man viel mehr tun sollte für seine Religion. Dass wir uns nicht von der Dunya ablenken lassen. Das ist jetzt zu kurzform, Leute. Ne? Ich mache so Freestyle. Und das war eigentlich so freiwillig, man hätte nicht mitgehen müssen. Aber Bruder, ganz ehrlich. Sowas immer mitnehmen, Wallah, sowas immer mitnehmen, Leute, weil es ist gesegnet. Und es war sehr schön gewesen mit den Geschwistern, Wallah, es hat richtig Spaß gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, vor 5 Minuten waren wir noch da hinten in der Moschee drin. Nicht mal, vor 4 Minuten, Digga. Und da vorne ist schon unser Hotel, ja, nee, Alhamdulillah, ist sehr, sehr nah, sehr, sehr schön. Oder kannst einfach direkt ins Zimmer und musst auf nichts warten oder so. So, Leute, wir essen jetzt und dann ist der Tag für mich vorbei, inshallah. Ich geh schlafen gleich, Bruder. Ich kann nicht mehr, ich schwöre. Ja, sag dein. Ich muss sagen, Leute, der Nacht ist ehrenlos. Assalamu alaikum, Habibis. Willkommen auf Usanki Stadt, neuen Block, Digga. Ist einfach Tag 2 jetzt in Mekka. Der Adhan ertönt. Ja, die ganzen Leute laufen gerade zur Moschee, inklusive wir. Das Fajr-Gebet steht an. Und ich bin ehrlich, ich bin so müde. Ich werde ganz vorne mitbeten. Wir müssen dann in einer Stunde wieder aufstehen, damit wir beim Ausflug mitmachen können. Wir machen heute einen Ausflug mit dem Bus. Habibis sind jetzt frühstücken vor der Busrundreise. Inshallah, ihr seht hier mein Essen. Sheikh Mustafa, ja, und Suleiman. Wir
Wir sind gerade hier am Frühstück, aber wie ist es? Maschallah. Die sollen vorbeischauen. Schaut vor, wo denn? Zu uns hier, die sollen kommen. Kommt jetzt. Ja, mit der Visum kommen sofort. Hier. Geht doch, ist doch möglich, oder? Ja. Visum und Flugzeug und dann sind die hier. Ich warte auf euch, yalla. Ja. So, Habibis, alhamdulillah, gefrühstückt. Schön satt gegessen, nicht voll gegessen, satt gegessen, um genug Kraft zu haben. Barcok hat jetzt so Busse geholt, die jetzt in Gruppen eingeteilt werden. Und ich gehe natürlich bei meinem Sheikh mit, weil ich bleib loyal, inshallah. Und Özcan, wie geht's dir, Bruder? Super. Ja? Ja. Nach der Amra auch, perfekt. Okay. Denk mal nach, Leute. Kommt auch hier hin, Leute. Kommt mit, kommt jetzt, Digga. Wo ihr das Video sieht, kommt jetzt hier hin, Digga. Yalla. Leute, ich muss sagen, der größte G, der hier ist, Bruder. Wir haben hier einen in der Gruppe, der Frankfurter Gruppe, der hat mit Krücken, Bruder, mit Krücken Amra gemacht. Keine Ausreden, Digga, keine Ausreden. Allah wird uns helfen, uns aus dieser Unachtsamkeit zu befreien und achtsamer zu leben. Mein Vater gerade hat mir gelernt, das hier ist Jabal al-Tawr. Das sind diese Hadith entstanden, wo Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anh, wo er von einem Skorpion gestochen wurde. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam da geschlafen hat, dass Abu Bakr keinen Mucks von sich gegeben hat. Außer so ein kleines, so ein, wie man sich halt verletzt, so ein kleines, so ne. Dadurch ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgewacht, hat Abu Bakr gefragt, was ist los, Abu Bakr, warum hast du so ein Geräusch gemacht, so mäßig. Dann meinte Abu Bakr, mich hat ein Skorpion gestochen. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer diese Stelle halt gestrichen und da war der Schmerz schon weg, subhanallah. Und ihr müsst euch vorstellen, die haben da in diesem Jabal, in dieser Höhle, die da ist, gechillt. Und die Kinder von Abu Bakr sind da hochgegangen, Bruder, gebt euch mal an. Die sind da hochgegangen, Bruder, um Essen vorbeizubringen oder Informationen rüberzubringen. Da hoch. Würdet ihr da hochgehen, Digga? Herzerwärmende Storys, die man hier mitbekommt, ja. Und hier, Habibis, auch in der Höhle fand die Story mit der Spinne statt. Dass die Spinne sozusagen ein Leben gemacht hat, sodass die Mekkaner die beiden nicht aufsuchen konnten. Jetzt hier, Habibis, in Berg von Arafah. Das ist sozusagen mit eigentlich die wichtigste Station für den Hajj. Der Ort, wo Adam a.s. und Hawa sich getroffen haben, nachdem sie vom Paradies auf die Erde kamen. Das war deren Treffpunkt sozusagen. Also Leute, ihr seht, hier ist es voll mit Menschen. Vor allem jetzt eine Treppen, aber wir gehen trotzdem hoch. Wir haben jetzt 25 Minuten, weil die Hitze wird auch immer schlimmer und schlimmer. Bitte alle sagen Balschung! Also Leute, wir waren jetzt kurz drauf, oder kurz da gemacht, wieder runter, es ist überfüllt, ich schwitze. Wallah, es ist sehr viel los hier gerade. Jabal al-Rahma, könnt ihr da machen, inshallah. Dass Allah einen vergibt, dass Allah einen echt leitet, dass Allah einen zu einem besseren Menschen macht. Ja, ne. Leute, ich schwör's euch, dieses Wasser, Bruder, besser als alles auf der Welt. Das draußen ist 50 Grad gefühlt. Der und noch ein Achi hat Wasser ausgegeben. Möge allein Recht dafür belohnen. Mach Dafin, Bruder. Bruder, wie heißt du, damit die Leute Dafin machen? Ich heiße Binak, Bruder. Wie lang? Binak. Binak? Binak, ja. Binak, tamam. Mach Dafin. Ibrahim a.s. befohlen, seinen Sohn zu opfern. Wir zeigen gleich diese Stelle in Sharma. Da ist auch so eine kleine Symbolik dort gebaut worden. Und dort sollte halt Ibrahim a.s. seinen Sohn opfern, um seinen Glauben unter Beweis zu stellen. 3,5 Millionen Muslime haben einen Platz hier. Also das ist noch, Mensch, gut genug sind, dann seht ihr auch die Menschen, die gerade dort hochgehen. Ja. Ja, man kann die auch sehen, auch ganz oben sieht man. Ich bin jetzt hier kurz im Hotel. Auf jeden Fall bezüglich der Rundreise, die wir gerade gemacht haben, Habibis. Also wird alles schön erklärt. Alhamdulillah. An jedem Ort, wo du warst, bist du mit doppeltem und dreifachem Wissen zurückgegangen. Ja, wir haben wichtige Hajj-Standorte besucht, wie ihr gesehen habt. Wir haben Jabal al-Nur, Jabal al-Thawr. Wir haben Masjid al-Jinn, habe ich jetzt leider nicht aufgenommen, haben wir auch besucht. Den Friedhof von Mekka haben wir besucht. Ich bin ehrlich, wenn ich das jetzt hier erkläre mit meinem Deutschkenntnis und meinem Fachwissen, ist das jetzt auch nicht so das Beste. Das Gelbe vom Ei. The yellow from the egg. So, wir haben den da fertig gebetet. Das war sehr voll, muss ich sagen. Also jedes Gebet ist voll, aber die ganzen Menschen haben auch drinnen gebetet, weil die Sonne ist wirklich sehr, sehr stark.
Ich kann meine Augen kaum öffnen. Ja, da oben ist eine Uhr und schießt da rein, denn ey. Keine Ahnung. Leute, ja, nee, Bruder. Einfach Oberhausen Centroland. Alles so modern, alles Luxus bei Luxus. Und direkt neben der Kaaba, das ist eigentlich irgendwie traurig. Leute, wir sind gerade in Mekka. Wir sind, ich glaube, so Inder. Und die reden Türkisch, Digga. Die handeln gerade wegen Havajas und so weiter. 100 Euro. Also Leute, Bismillah. Das fühlt sich falsch an, neben der Masjid al-Haram so einen Burger zu fetzen, oder? Aber egal, Bismillah. Das ist Halal-Burger, XXL Bacon, sein Vater. Also Leute, der Burger war brutal. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein. Wenn ich da bei Dina fahre, inshallah, hole ich mir auch einen Burger hier für die Fahrt. War sehr, sehr lecker, Alhamdulillah. Also wenn ihr seid, Leute, Smash Burger, das ist gute Ware, vertraut mir. Leute, ich sag's euch, dieses Center da, ja, wenn ihr drinnen seid, ich schwöre, ihr vergisst kurz, dass ihr Mekka seid. Ihr vergisst kurz die Heiligkeit, die diese Stadt mit sich bringt. Ich bin ehrlich, wenn ihr eine kurze Umrah macht, geht gar nicht da rein. Wenn ihr eine lange Umrah macht, geht da nur rein, um Essen zu holen. Oder um wichtige Sachen zu holen, die ihr noch braucht. Aber ansonsten, holt euch Sachen in Medina, Leute. Kauft in Medina ein, aber hier nicht. Weil ihr vergisst einfach diese Segen, die diese Stadt mit sich bringt. Das ist einfach traurig. Also Leute, ich wollte gerade runtergehen zum Tawaf, Bruder. Einfach meine Flipflops sind kaputt gegangen. Ich laufe gerade barfuß zur Straße, Bruder. Boden brennt. Und es hat auch gerade Sheikh Yusuf erzählt. Die wollten jetzt direkt Tawaf machen bis zum Gebet. Aber die schließen tatsächlich alle 15, also vor 15 oder 20 Minuten vor einem Gebet, schließen die Eingänge zum Haram, also zur Kaaba. Deswegen beten wir jetzt erstmal außerhalb und danach gehen wir inshallah rein und verrichten unter Tawaf. Also Leute, es war mit Abstand der anstrengendste Tawaf, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Ja, nee, wenn ihr Tawaf machen wollt, Leute, oder allgemein die Umrah, ich bin ehrlich, wählt eine Uhrzeit aus, wo weniger los ist, auch wenn die Sonne stark ist. Ihr habt hier genügend Semsem zu trinken. Wallah, ich war da, Bruder, alleine. Wir waren 6 Leute am Anfang, ne? 6 Leute. Am Ende jeder für sich, wallah. Jeder ist für sich auf eigene Faust hingegangen. Bringt viel, viel Sabr mit euch. Sehr, sehr viel Sabr mit euch bringen. Ja, seid warmherzig zu den Leuten und macht einfach viel Dua, konzentriert euch auf eure Ibadah. Weil es gibt viele Menschen, die leider keine Rücksicht nehmen auf andere Menschen. Möge Allah es annehmen. Habibi, ist ein Tipp von mir. Nehmt euch so eine leere Wasserflasche mit vom Hotel oder so und füllt einfach Semsem auf, ehrlich. Leute, wir sind jetzt aus dem Bus ausgestiegen. Wir haben circa eine halbe Stunde sind wir gefahren. Wir laufen jetzt hoch, Digga. Wir laufen jetzt hoch. Eine Stunde hoch und eine Stunde runter anscheinend. Also Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Weg Richtung Jebel Nur. Und es ist anstrengend, Bruder. Leute, bitte achtet auf eure körperliche Verfassung. Allah, ob ich durchziehen kann, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Aber redet alle. Mit Dua klappt alles. 10% vom Weg. Allahu Akbar. Leute, ihr müsst euch mal überlegen. Ich weiß, Qualität ist blöd, aber hört mir zu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist den Weg hochgegangen mit 40 Jahren, als wäre es nichts. Und ist runtergerannt, als wäre es nichts. Seine Tochter ist hochgegangen, als wäre es nichts. Und runtergegangen, als wäre es nichts. Und ich bin 21, ich sterbe fast. Nicht wie heute, wir sind heute voll so voller Sorgen. Kennt das sein? Arbeit, Auto, Versicherung, dies und so. Guck mal, allein das zu verinnerlichen. Du gehst diese Schritte hoch zu diesem Berg. Das ist Subhanallah, die Gebote, der Koran, Halal, Haram und
Das macht der Prophet sallallahu alaihi. Und das muss man verinnerlichen. Unabhängig, wie viele Stufen hier sind. Das musst du, jede Stufe, die du hier machst, das musst du tief in deinem Herzen vor dir haben. Also Leute, habt euch mal die Aussicht. Ich schwitze gerade wie ein Wachisch. Oh, ich auch. Leute, ihr seht das gerade zwar nicht, weil die Qualität richtig schlecht ist durch das Licht. Es ist sehr anstrengend. Wallah, wir haben jetzt gerade die Hälfte vielleicht geschafft. Es fehlt nicht mehr viel, inshallah. Und dann sind wir oben. Alles nur an dem Ort der Offenbarung zu sein, inshallah. Krass. Wir haben es geschafft, alhamdulillah. Nach fast einer Stunde hochklettern. Es ist wirklich sehr anstrengend. Ich mache keinen Spaß, Leute. Also wirklich, wenn ihr überzeugt seid, wenn ihr motiviert seid, geht hoch, inshallah. Wenn ihr merkt, ey, mein Körper ist kaputt, dann macht nicht. Macht es nicht, Bruder. Ganz kurze Erklärung, Habibis, damit ihr wisst, worum es hier geht. Ihr wisst, worum es geht, aber ich erkläre es einfach nochmal jetzt. Es ist die Höhle Hira. Da drinnen wurde der Koran offenbart. Das ist die Höhle, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer seine Zeit verbracht hat, wenn er sich mal zurückziehen wollte. Da drinnen kam Jibril alaihi salam. Und wenn ihr euch vorstellt, Leute, wenn ihr in die Höhle reingeht, wenn ihr zu 99% trifft ihr eine Stelle, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen hat. Das ist das, irgendwie das, was einen, sein Herz erwärmt. Deswegen so einige Brüder und Schwestern unten, ich aber nicht, weil ich bin tot. Und Leute, ihr müsst euch vorstellen, da ist die Höhle Hira. Wir wurden mit klimatisierten Bussen von Masjid al-Haram gefahren. Klimatisierte Busse. Ich muss das erwähnen, weil das ist eigentlich, damit man versteht, wie peinlich und schwach wir eigentlich sind. Da hinten wurden wir mit klimatisierten Bussen hier den Weg entlang gefahren, bis vor den Berg, damit wir 600 Meter hochlaufen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist von da oben hier hochgelaufen und von da aus wieder runter, Bruder. Ja, ne. Allahu Akbar. Ich chill noch kurz mein Leben, Digga. Der Bruder Mohammed hat mir gerade kaltes Wasser geholt. Mach Dua für ihn. Habibis, wir haben es geschafft, Alhamdulillah. Wir haben es vor dem Treffpunkt geschafft. Vor dem Treffzeitpunkt, eher gesagt. Ich habe jetzt ein Energy geholt, sorry. Wallah, sorry, aber ich brauche irgendwas kaltes in meinem Hals gerade. Irgendwas mit Kohlensäure und so, wisst ihr, was ich meine? Ich bin sehr, sehr kaputt. Wallah, es wäre sehr, sehr anstrengend. Leute, wir sind zurück. Alhamdulillah, angekommen. Ja, nee, ich habe gerade den Berg hochgeguckt. Ich dachte mir, ich schaffe das nicht. Wir sind jetzt hier, Alhamdulillah. Subhanallah. Aber wir sind fertig mit dem Duhr-Gebet. Nur kurzer Reminder, ich glaube, viele wissen das nicht. Ihr betet bei fast jedem Pflichtgebet noch ein Totengebet dazu. Es ist eigentlich schon krass. Sei es in Medina oder in Mekka, es ist fast immer ein Totengebet dabei. Also man ist schon geschockt, wenn da kein Totengebet dabei ist. Und das ist auch noch schon mal so eine kleine Erinnerung einfach für jeden. Weil überlegt mal, wann habt ihr jemals in eurem Leben ein Totengebet gebetet und ihr betet das hier jeden Tag 5 Mal? Das ist schon hart. Leute, kein Plan, was wir essen sollen. Ja, Haldis, KFC. Da vorne ist Meckes, Bruder. Wir haben einfach Hunger. Wir haben einfach Hunger. Wie es Pizza hat. Babibis, wir sind jetzt bei Hardee's, ein amerikanischer Laden wohl. Wir holen uns jetzt hier Burger. Es sieht gut aus, ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht, Charles, aber ich habe Hunger. Ich habe sehr Hunger. Leute, wir haben uns gerade am letzten Drücker doch entschieden für KFC, Bruder, weil. Wallah, es hat sich rausgestellt, bei Hardee's gibt es gar nicht viel Auswahl. War jetzt ehrenlos, aber egal, wir wollen jetzt was essen. So, Leute, Bismillah. Halal KFC, aywa. Habibis, herbe random, aber die haben gerade spontan der Gruppe geschrieben, dass sie jetzt Tawaf machen gehen wollen. Nach dem Asr-Gebet. Ich habe mich jetzt herab angezogen wieder. Und ich gehe jetzt runter. Die sind schon vorgelaufen, weil ich ein bisschen. Ich muss auf Toilette, Digga. Okay, inshallah. Habe ich noch ein paar Gedanken, die sehr wichtig sind, die ich mit euch teilen möchte, bevor ich sie vergesse, weil ich sie schon ein paar Tagen sagen möchte. Subhanallah, also nachdem ich den ersten Blick auf der Kaaba hatte, habe ich angefangen zu weinen. Mein Herz hat sich ausgeschüttet. Ich habe mich zu Hause gefühlt. Als ich so irgendwo angekommen bin, so zu Hause angekommen bin einfach. Und danach die 2, 3 anderen Male, wo ich an der Kaaba war, war das wirklich so, als wenn ich einfach so ankomme und ich bin zu Hause. So einfach so, ich fühle mich wohl, so gerade setze ich da hin, bleib ich auf mein Gebet vor, ich mache mein Tawaf, ich mache da. Ich bin einfach zu Hause, so versteht ihr, was ich meine? Also habe ich das zweite Tor fertig. Ich habe diese ganzen Bänder von Min Ihram auf dem Kopf, aber egal. Ich gehe gleich ins Hotel, mich ausruhen. Obwohl, gleich ist Maghrib. Wann ist Maghrib, Bruder? In einer Stunde. In einer Stunde? Immer noch?
Sollen wir warten? Ja, ne? Wir warten das ab. Wir warten das ab, weil Maghrib zu beten ist schön, aber dann geht's ins Hotel, inshallah. Wir sind alle sehr, sehr erschöpft, aber egal, Habibis, wir sind hier nicht, um zu chillen. Also, Leute, ja. Der macht das ja dann. Wenn das angeht, macht der dann, glaube ich. Ich glaube auch, wenn eine bestimmte Uhrzeit, also wenn dunkel wird. Leute, gebt euch mal. Das ist jetzt gerade passiert. Also, Maghrib steht jetzt gleich an, Habibis, ihr seht, die Menschen stehen hier an, alle. Warten aufs Gebet. Da macht noch einige Gebrees drauf, als ob nichts wäre, aber. Khair, inshallah. Und dann geht's. Was beginnt jetzt? So, wie ist es jetzt im Hotel? Ich kenne nicht den Ihram aus dem, oder? Der Ihram ist ja nur dazu da, damit ich Tawaf machen kann, weil so ohne Ihram lassen die dich nicht rein, leider. Das ist aber eine saudische Regel, denkt dran, saudische Regel, keine islamische Regel. Ich kann dann gleich wieder anziehen, wegen der Umrah. Also Leute, nach kurzem Ausruhen geht es jetzt zum Isha-Gebet. Ich nehme aber nicht mehr viel auf, Bruder, weil ihr seht jetzt jeden Tag das Gleiche, deswegen. Ich gehe jetzt Isha beten und dann geht's essen, inshallah. So Leute, wir haben uns jetzt bereit gemacht für die zweite Umrah. Ich bin ready und diesmal zeige ich euch mal mehr von Umrah, inshallah. Dass ihr auch versteht, wie das genau funktioniert. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt gerade Masjid Aisha. Hier betet ihr zwei Raka. Und dann spricht inshallah die Absicht für die Umrah, für wen ihr die macht. Weil meistens das ist das jetzt die zweite Umrah. Und wenn ihr die erste für euch gemacht habt, sollte man dann die zweite für jemand anderes machen. Und das müsst ihr dann Masjid Aisha machen, weil das der einzige Punkt ist in Mekka, wo ihr eure Ihram von neu machen könnt sozusagen. Dass wir die Möglichkeit haben, diese Umrah zu machen. Entweder jeder weiß, für wen er die gemacht hat, manche für sich selber ein zweites Mal und manche für die Verstorbenen, die uns brauchen. Zu Zuhur, zu Asr, zu Maghrib und zu Isha haben wir immer Totengebet verrichtet. Das heißt, diese Menschen sind aufgewacht heute Morgen und waren nicht mehr da. Und ihre Liebsten waren nicht mehr da. So Leute, Tawaf beendet. Ich habe jetzt nicht allzu viel aufgenommen, weil beim Tawaf ist meistens der gleiche Prozess. Man sagt halt Duas, man liest Koran, man macht Dhikr, man kann alles machen, Leute. Natürlich machen viele Dua, aber wenn ihr einen Reiseleiter habt, dann führt er das eh meistens an. Dann sagt er, was ihr machen könnt, dies und das. Dann haben wir den Tawaf jetzt fertig. Jetzt haben wir erstmal zwei Raka gebetet. Und sagen, ich dachte dazu Salat al-Tawaf. Also nach dem Tawaf betet ihr zwei Raka, um den Tawaf zu vollenden. In der ersten Raka sagt ihr Surah al-Kafirun, in der zweiten Surah al-Ikhlas. Und jetzt gehen wir Semsem trinken und dann geht es zur Sai. Man bemüht sich immer hier hinter Maqam Ibrahim zu beten. Und das ist ja noch an der Grenze, Bruder. An der Grenze sind wir, aber Alhamdulillah. So, wie ist Semsem geholt. Wir sind gerade alle, haben Semsem getrunken. Also Leute, bitte Bescheid wisst. Ihr braucht kein Abdes bei Sai. Aber bei Sai, ich hab für Kollegen gefragt. Bruder, du brauchst nicht ganz ruhig. Ja, aber mach andere Seite dann, ne? Alles klar. Ist gut. Ihr könnt hier sehen, die Leute, die nicht laufen können, die werden hier von Leuten geschoben. Dort. Nee. Jeder kann die Umrah machen. Jeder kann einfach die Umrah machen, so ist das, meine. Und kurz für jeden, der nicht weiß, was die Sai ist. Damals ist Hajar a.s., die Frau von Ibrahim a.s., ist hin und her gerannt, um Proviant zu finden. Für ihr Kind, für Ismail. So, und die ist immer zwischen den Bergen Safa und Marwa gerannt. Und immer ab der bestimmten Stelle, diese grünen Lichter, die ihr da hinten seht, diese grünen Lichter, also diese grünen Lichter sind immer hin und her gerannt. Da ist die richtig schnell gerannt. Und deswegen werdet ihr gleich sehen, wie wir rennen werden, inshallah. Und das ist jetzt einfach ein Teil der Umrah, inshallah. Und das machen wir. Hin und her laufen, 7 Mal, inshallah. Während der Zeit macht ihr einfach, wie gesagt, zwischen Safa und Marwa laufen, ab einer bestimmten Stelle komplett rennen, also symbolisch rennen. Ansonsten Dhikr, Koran lesen, Dua machen, das, was ihr beim Tawaf macht. Habibis, Umrah zu 99% geschafft. Meine Glatze muss einfach nochmal geglatzt werden, Bruder. Ja, Alhamdulillah. Es war sehr anstrengend, aber Leute, es lohnt sich. Meine Beine sind K.O., aber es lohnt sich. Alhamdulillah. Möge Allah die Umrah für denjenigen annehmen, für die ich das gerade gemacht habe. Leute, ja, nee, wir wollen Haare schneiden. Da hat ein Zug ein Achi jetzt hingebracht. Bruder, es ist Underground von Mekka, Bruder. Wo bin ich gerade? Wallah, der Laden ist geschlossen. Der Laden ist geschlossen. Der macht jetzt das auf. Bruder, findet der Schlüssel nicht? Fahrradschlüssel? Wallah, hat Fahrradschlüssel?
Ey, wenn Menschen improvisieren wollen, dann machen die das hier. Es ist einfach so. Ich schneide das, wenn die Glatze nochmal anscheinend. Also Leute, ich blute ein bisschen am Kopf, aber Bruder, ich schwöre, ich habe noch nie mein Leben erlebt. Der Laden war gerade zu. Die haben den innerhalb von 3 Minuten gefüllt. Warte, der ist voll gerade, Bruder. Wir haben jetzt ca. 2,50 Euro bezahlt für unseren Haarschnitt, dass meine Glatze wieder frischer wird. Und nur Ablenkung hier, Digga. Also Leute, ich habe mich jetzt von meiner Gruppe getrennt. Ich gehe jetzt was zu essen kaufen. Ich hoffe, im Clock Tower ist noch was offen. Ich frage mich gerade bestimmt, warum ich gerade runterfahre, ne? Digga, ich wollte Essen einkaufen. Mir fällt es jetzt auf, dass ich kein Geld habe. Ich habe meine ganze Tasche zu Hause gelassen, Digga. Es ist 4.30 Uhr, Digga. Wir sind gerade bei Burger King. Vorher falls ich kurz Burger wegfetzen, Digga. Ich habe Hunger. So Leute, Haram Steakhouse XXL, Bruder. Und was hast du geholt? Crispy Chicken. Crispy Chicken, ah, 4 Dosen. Alhamdulillah. Dann gleich falsche Leute da hinten. Da hinten, inshallah. So, wie wir es, wir fangen jetzt an mit dem Spaziergang. Wir sind hier eine Riesengruppe. Wir laufen zum Haram und die Shiur erklären uns hier ein bisschen, was Sache ist. So, wie es Aisha gebetet, endlich was essen gehen, Bruder. Aber ich werde es nicht aufnehmen, Bruder, weil es macht keinen Sinn mehr. Leute, die Tage werden jetzt alle gleich werden. Morgen wird das besondere Freitagsgebet werden. Nach Fajr bleiben wir, inshallah, in der Moschee. Es wird eine krasse Challenge werden, aber ich nehme euch auch da inshallah direkt mit, Habibis. Also Leute, die Moschee ist voll. Komplett voll, Digga. Also Leute, die Moschee ist so extremst voll. Da wird man niemals reinkommen für Juma. Niemals, Digga. Ich gehe jetzt schlafen. Und um 10.30 Uhr treffen wir uns, inshallah, mit dem Ihram. Dann gehen wir gemeinsam rüber. Aber ich gehe jetzt erstmal schlafen, Bruder. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde, ich schwöre. So, Bibi ist Ihram angezogen. Wir haben gerade gefrühstückt. Dann geschlafen, alhamdulillah. Also ich bin ein bisschen topfit. Fitner. Ich bin dann inshallah beim Freitagsgebet gleich mit den Jungs. Mit Sheikh Mustafa, der Ehrenmann. Das Schöne ist, er ist ja perfekt. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Erlösung. Zu seinem Engel, was möchten die hier? Was möchten die hier? Also wir, die in Hatz stehen, verbringen. Und dann die Engel, ja Allah, wir wollen deine Vergebung. Wenn die Leute, ich höre, ich habe heute Morgen noch gesagt, ich werde nicht zur Kaaba gehen, weil es voll ist, Leute. Ich bin einfach hier. Ich werde schon mal einfach vor der Kaaba weg, Vater, das wird krass. Was geht ab, Leute? Wir sind einfach. Ich hoffe, ihr hört mich. Wir sind gerade an der Kaaba, Leute. Ich habe gerade meinen Kopf bedeckt, weil die Sonne so stark ist, subhanallah. Und Leute, wallah, ich hätte nicht erwartet, dass ich das schaffe. Ich schwöre. Subhanallah. Also wir sitzen jetzt hier, mit dem Smart von Sheikh Mustafa und gleich, inshallah, ist das Jumaa-Gebet. Es ist sehr, sehr starkes Wetter, wallahi, das egal. Ich gehe auf jeden Fall nicht weg, bis ich gebetet habe.
habe gerade einfach einen Sonnenschlag bekommen. Sonnenschlag, Stich, abgestochen von der Sonne, Bruder. Ich bin fast umgekippt gerade in der Moschee, weil die Sonne so stark war. Ich bin direkt rausgegangen, mir ging es Alhamdulillah besser. Auf jeden Fall, es war ein schönes Erlebnis, Alhamdulillah. Und wir haben ja das Privileg bekommen von Allah, dass wir sowohl heute Freitagsgebet als auch nächste Woche Freitag in Medina beten können. Wir gehen jetzt, Sheikh Mustafa kriegt irgendwie so eine Ecke, Bruder. Kennt ihr das, wenn Kennex so eine Ecke haben? So, ich kenne da einen Ort, Bruder. Das ist bei ihm gerade, der bringt uns gerade irgendwo hin für so einen Smoothie. Sheikh Mustafa hat sich so einen Mango-Avocado-Shake gemacht. Und ich kann kommen, ich mit so einem Snickers-Shake, Bruder. Egal, ihr kennt mich. Bismillah. Leute, gibt euch Snickers. Aywa. Schmeckt auf jeden Fall krank, ja. Habibis, es war auf jeden Fall sehr lecker gewesen. Ich danke Sheikh Mustafa auf jeden Fall, dass er uns hier hingebracht hat. Das heißt, Souq al-Khalil. Falls ihr Interesse daran habt, Souq al-Khalil. Also ich bin ehrlich, wenn ihr beim Anjum seid, bei dem Hotel, wo ich bin, Leute, Wallah, geht lieber dahin, anstatt zum Clock Tower. Clock Tower macht keinen Sinn, Digga. Also Leute, ich habe jetzt viel Zeit mit Sheikh Mustafa verbracht. Wallah, der ist ein Mensch. Der ist einfach sehr eigen. Wallah, er ist sehr eigen. Das liebe ich an ihm. Er ist sehr empathievoll, er erklärt. Er liebt es einfach zu reden so mit euch. Er liebt es einfach mit den Jugendlichen zu interagieren. Er liebt es einfach irgendwie euch zu erzählen von dem, was er weiß. Und seine Art und Weise, wie er redet und sein Charakter ist einfach... Wallah. Man sagt auf Arabisch Al-Butayib, also sein Herz ist so lecker, so süß. So, ist einfach so bei dem. Leute, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr kaputt. Ich schwöre, ich bin sehr kaputt. Das hat mir gerade richtig die letzte Kraft genommen, das Freitagsgebet. Alhamdulillah, ich habe für Dua gemacht, es klappt und es hat geklappt. Ihr kennt es ja bestimmt zu Hause, so, soll ich in der Moschee beten? Ah, egal, ich bete zu Hause, so, ne? Ich habe das Gefühl gerade hier auch. Nur die Sache ist, in Mekka sind eure guten Taten 100.000-fach belohnt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Bruder, ich nehme mir gerade so 100.000 Gebete, die gehen gerade von dir flott. Gehen weg von dir, so. Weil ich nicht gehe. Deswegen, Bruder, nichts da. Ich gehe gleich Hasr beten, inshallah. So, Habibis, Ihram ist an. Alhamdulillah. Wir gehen jetzt gleich los. Und von der Kaaba verabschieden. Mache unseren letzten Tawaf heute so gut es geht. Weil ich will jetzt nicht riskieren, dass ich morgen aufstehe. Zu spät aufstehe, auf einmal ich kann keinen Tawaf machen. Deswegen mache ich heute mehr. Leute, wir sind bereit für den Abschied. Alle vom Bautschok, auch nochmal bei dir. Es ist komplett voll, Digga. Es ist so voll, Digga. Es ist so voll. Die Leute, ich fühle mich erleichtert. Ich bin glücklich, ich bin zugleich traurig. Weil es irgendwie das letzte Mal ist im Neck, aber auch irgendwie so. Es ist das letzte Mal, Digga, wisst ihr, ich meine so? Leute, wir haben uns jetzt zum Gebet aufgestellt hier mit den ganzen Jungs. Die Schwestern sind ganz hinten. Wir finden gleich alle zusammen, schauen, dann gehen wir runter zu Gaba. Anna, da gibt es mal diese Aussicht. Leute, auf jeden Fall, wir beten jetzt, inshallah. Und dann gehen wir runter zum Tawaf. So, wie wisst, Tawaf war mit Abstand einer der anstrengendsten in meinem ganzen Leben. Diese Woche waren zwei anstrengende Tawafs. Das war einer davon, Bruder. Der war richtig anstrengend, aber Alhamdulillah, wir haben es geschafft. Das war sehr, sehr knapp gewesen, aber wir haben Asha gebetet. Und ja, wie wisst, ich mache mich jetzt frisch, dann gehe ich was essen. Und dann gibt es inshallah im Restaurant einen Vortrag. Afiyet çok olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Wir haben gerade einen Vortrag, Habibis, im Restaurant. Ist sehr laut, aber wir haben diesen Dreh. Da läuft gerade ein Vortrag. Zuhören. Instagram oder so? Nee, Mustafa, du musst da mit uns kommen. Habibis, Assalamu alaikum. Letzter Tag in Mekka. Oder letzten paar Stunden, eher gesagt. Ich habe meine Sachen jetzt gepackt und ich gehe jetzt meine Koffer abgeben. Und dann gehe ich zur Moschee, da muss ich etwas zu essen holen, weil ich habe nichts gegessen bis jetzt. Ich habe mit Sheikh Mohammed geredet, der meinte, bei Bin Dawud, das ist so saudi-arabisches Kaufland, gibt es gute Sachen, die man sich holen kann. Und da gehe ich jetzt auch hin, inshallah. So Croissant oder so irgendwas Vernünftiges, irgendwas Leichtes aber auch. So, wie es hier ist, Bin Dawud.
erstmal was gönnen. Leute, ich würde eigentlich El Bake gehen, Digga, ne? Aber Bruder. Es ist einfach so voll, ne? Es ist einfach so voll. Okay, Leute, El Bake ist voll, KFC nicht. Deswegen bin ich ins KFC gegangen, schnell eine Bestellung gemacht. Der Bruder ist sympathisch. Ich sag dem, ich brauche ein Wasser, der gibt mir das einfach so. Walle, der gibt mir das einfach so. Also einfach so umsonst. Habibi, sie hört, der Adel sagt, guck, ich wollte gerade in die Moschee reingehen, da meinte, ohne Essen darf man nicht. Nee, mit Essen darf man nicht, sorry. Dann dachte ich mir, Khalas, Kherich oder so sein. Später einfach draußen. Beendet. Das war's. Kapitel Mekka ist vorbei. Kapitel Medina beginnt, inshallah. Es ist einfach hart. Allah bemerkt dafür irgendwie, dass das Herz sich unwohl fühlt. Wenn du einfach weißt, dass es das letzte Gebet ist, wisst ihr, ich meine. Weshalb ist sie erleuchtet? Nur erleuchtet, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Stadt seiner Anwesenheit und mit seinem Tod zum Leuchten gebracht hat. Nur dass die Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam um 1 Millionenfach anstrengender war, Habibi ist 5 Stunden später, nee, 6 Stunden später, fünfeinhalb, sind wir in Alhamdulillah endlich angekommen, Habibis. Wir müssen kurz warten, die holen jetzt kurz die Karten. Hat sich gereimt, dann, oh. Dann gehen wir ins Zimmer, packen unsere Sachen hin, nehmen Rosel, beten nach. Und dann besuchen wir den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, Bruder, wir werden hier willkommen geheißen. Keine Ahnung was, Bruder. Aywa. Einmal eine Rose bekommen. Ich zeig dich nicht. Habibis, Alhamdulillah, wir sind angekommen. Ihr habt ja schon gesehen, wie wir begrüßt wurden. Einfach mit der Rose, Digga. Und Balchok hat einfach alles übernommen draußen. Ja, wir sind auf jeden Fall, Alhamdulillah, wir sind endlich hier. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier sind. Der Sheikh meinte, wir sollen unsere Sachen anziehen, die so am schönsten sind. Und ich denke mir so, Bruder, das ist schon so moderner, fresher Look. Weil meine Abi habe ich gerade gewaschen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall was essen. Leute, ich werde jetzt essen und ich muss sagen, das Essen sieht brutal aus, Bruder. Das sieht so gut aus, ne? Boah. Also Leute, wir haben gestern, Alhamdulillah. Und ich schwöre es euch, wir haben jetzt diesmal ein anderes Hotel als beim letzten Vlog. Leute, ich bin jetzt aus dem Hotel rausgegangen. Ihr seht das hier Balchok, schau mal. Bruder, das Hotel ist direkt vor unseren Augen. Die Moschee ist vor unseren Augen. Also Leute, das ist die gesamte Balchok-Gruppe einfach hier, Bruder. Allah, ich war im Frieden. Dass Alhamdulillah Allah uns noch alles einfach macht, was im Leben bleibt. Und unsere Liebsten verschollen, Allah die Abraham, Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurde diese Stadt von einem auf den anderen Moment erleuchtet. Durch wen? Durch die Anwesenheit unseres geliebten Propheten von Allah. Wenn ihr euch noch zurück erinnert an den Gang zur Kaaba, als ihr eure Blicke gesenkt habt und wir das erste Mal in die Qibla der Muslime blickten, in denen wir alle beten, jemand, der diese Geschwister ist die Qibla der Herzen. Das ist eine sehr emotionale Begrüßung gewesen, auf jeden Fall. Mit den Schiuch, die haben sehr, sehr schnell erzählt. Ich wollte auch nicht aufnehmen, Digga. Ganz ehrlich, ich wollte einfach zuhören und das Moment genießen. Wir gehen jetzt den Propheten drinnen besuchen. Aber ich werde den Moment auch für mich nutzen, Leute. Ihr werdet das die Tage genauer sehen. Weil der erste Moment, den will ich gerne für mich benutzen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Wir waren jetzt drin gewesen, aber wie es
bei Web Salam, da bist du unmittelbar halt vor seinem Grab. Sallallahu alaihi wa sallam. Ja, ich werde es mir vornehmen, inshallah, jeden Tag ein paar Mal da durchzulaufen, ihn zu grüßen, sallallahu alaihi wa sallam, mit ihm zu reden, ihn um Fürsprache bitten, wie schon unser Sheikh Mohammed gesagt hat, und einfach meine Zeit viel mit ihm zu verbringen. Die Leute, die sind jetzt so Museen, die waren bei meiner ersten Umrah tatsächlich offen gewesen. Aber da gehe ich inshallah die Tage hin und nehme mich einfach mal mit, wenn man aufnehmen darf natürlich, ne? Bis morgen beginnt mein richtiger Tag in Medina al-Munawwara. Wallah, die sind krass, Bruder. Schokobon Crispy, ich schwöre, die sind krass. Wenn ich welche finde, ich hole mir Lebensvorrat. Ich habe so einen herben Spot gefunden. Ne? Ich wollte eigentlich nicht reden zu Fajr, aber Bruder. Es ist überall voll außer hier. Das ist so Bibliotheksbereich und irgendwie auf dem Dach. Ich muss mir diesen Spot merken, Digga. Das ist einfach die Bibliothek hier und so. Und hier war einfach so wenig los. Im Gegensatz zu dem, was unten abgeht. Ich muss auf jeden Fall früher aufstehen. Also die Zeit hier ist auf jeden Fall. Oder das Zeitmanagement ist hier auf jeden Fall anders als in Mekka, finde ich. Wenn du einen guten Platz haben möchtest, wo du noch Sunna beten kannst und so, dann geh Minimum 10 Minuten vor Adhan schon los auf jeden Fall. Weil ich bin eigentlich genau zum Adhan, ich bin sogar nach dem Adhan losgelaufen, hab dann gebeten geschafft, alhamdulillah. Bora, ja ne, ich mach mal 0,5 Leute, ihr könnt dann sehen, es ist Allahu Akbar. Ja ne, in Deutschland, wenn ich Fajr beten gehe in der Moschee, wenn ich das mal schaffe, dann sind wir da ungefähr 4 Leute. Und jetzt Allahu Akbar, sind wir einfach Tausende von Menschen an einem Fleck versammelt. Also Leute, ich muss sagen, das Frühstück hier in diesem Hotel ist brutal. Das Essen hier ist richtig gut, Wallah. Aber ich bin bescheiden geblieben, normalerweise hätte ich das Doppelte. Ich habe heute ein bisschen mal bescheidener gegessen. Das ist besser für mich und für meinen Magen, alhamdulillah. Ich gehe jetzt mal schlafen, bis später. Also Leute, normalerweise dachte ich, dass Medina kühler ist, oder? Es ist einfach gefühlt wärmer als Mekka. Das ist unglaublich. Die Schirme sind aber offen, alhamdulillah. Sehr, sehr wichtig. Wie ihr da hinten sehen könnt. Das Durgebet war sehr schön, alhamdulillah, war ich fühle mich richtig wohl. Muss ich sagen. Ich will jetzt kurz mein Outdoor-Dings da holen und dann gehe ich direkt runter zum Vortrag, inshallah. Leute, wir haben jetzt einen Vortrag. Aber diese Dinger wieder, diese Audio-Guides sind Game-Changer, wallah. Wir sind gerade im Restaurant, der sitzt gerade 7 Meter vor mir, ich höre ihn trotzdem. Alhamdulillah. Kommen. Ihr seht das beim Gebet. Ihr guckt nach rechts, ein Bruder aus Pakistan ist da. Ihr guckt nach links, ein Bruder aus Marokko ist da. Er spricht nicht Deutsch. Aber wir sind alle hier, weil uns die Liebe zum Propheten Aisatussalam vereint. Aber meine Mutter hat mich noch geboren. Meine Mutter hat mich auf die Welt gebracht. Sie ist der physische Grund, warum ich hier bin nach Amman. Durch meine Mutter bin ich hier hingekommen. Was kann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan haben, das noch besser ist als das? Ibn Qayyim rahimahullah sagt dazu, der Mensch wird zweimal geboren. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Die erste Geburt ist, wenn er aus seiner Mutter rauskommt. Und die zweite Geburt ist, wenn er sich auf den Weg macht zu Allah. Dafür ein Beispiel geben, dass man das halt 1:1 versteht. Ein emotionales Beispiel. Ihr wisst, wer uns am meisten liebt, ist in der Regel unsere Mutter, oder? Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, der Iman wird nach Medina zurückkehren wie die Schlange in ihrem Loch. Wir sind Treffpunkt auf 15 Uhr, ist gerade 15.20 Uhr, Bruder. Weil mein Magen gerade Schritt gemacht hat, Prayer inshallah, die sind schon mal losgegangen. Ich versuche die gleich zu finden und wenn nicht, ich finde die schon. Bruder, ich bin Navigator, Mann. Ich bin Google Maps. Okay, nee, warte, Nasheed. Ja.
10. Direkt nach dem Gebet. Wir tragen gerade einen Sarg hoch. Da. Wir tragen gerade den Toten zum Friedhof. Und da liegt nur eine Belohnung mit drin. Deswegen sind da auch so viele, die dann halt mitgehen. Ihr gebt euch mal hier, Leute. Komplett voll und. Ich glaube, fast jeder, der im Medina steht, wird dann hier vergraben. Sieht so aus, als wenn die Janaise gerade beten. Für die in den Leichnam, den die gerade getragen haben, eventuell. Also Leute, ihr seht, der Friedhof ist komplett voll. Und man sieht sogar, man erkennt sogar die Gräber, weil halt so kleine Kinder dran sind. Das ist schon so ein Realitätsschlag, ja Allah. Überlegt mal, jeder von denen liegt gerade in der Nähe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam begraben. Ja, noch schöner kann man eigentlich nicht so begraben werden, ja. Das geht gerade gar nicht in meinen Kopf rein, dass hier vor mir gerade wirklich Menschen liegen. Das geht gar nicht in meinen Kopf rein, Walla. Ich bin jetzt hier bei den ganzen Einkaufsläden. Ich kann euch mal ein bisschen was zeigen, wie es hier aussieht, warte. Da ist Starbucks, da ist einfach H&M, oder? Komplett random. Und da gibt es vieles, Leute. Und irgendwo gibt es auch so eine Mall mittendrin. Ich suche die jetzt gerade mal. Ich bin nicht fündig geworden, Digga. Ich hab aber Hunger. Ich will mich jetzt schon mal vorbereiten für später, damit ich so später einfach genug Sachen zu kaufen habe. Versteht ihr, ich meine? Weil hier gibt es schon schöne Sachen, die man sich holen kann, nur ich weiß nicht wo. Das ist das Problem. Ich bin jetzt hier in so einem Café, Digga, hab mir jetzt irgendwas geholt. Keine Ahnung. Hab mir so einen French Hazelnut Kaffee geholt, damit ich wach werde, weil ich bin müde, Digga. Ich bin müde. Ich hier so einen Cookie geholt und das hier. Ich chill jetzt ein bisschen mit dem Maghrib. Ich bin gerade in der Wut drin. Das ist dieser Kaufland, saudi-arabisches Kaufland. Und hier ist einfach Gebetsteppich, einfach so im Supermarkt. Einfach so, wenn ihr Bock habt, kommt ihr hin, holt euch einen Gebetsteppich. Warum nicht? Ich habe mir so ein paar Sachen geholt, so ein paar Snacks, dies, das. So, jetzt ich warte auf Maghrib. Ihr seht schon, die Sonne geht langsam unter. Gleich beginnt das Gebet, inshallah. Maghrib fertig gebetet. Wallah, ich fühle mich einfach glücklich, Bruder. Wallah, man merkt einfach, Leute, ihr denkt gerade, ich schlafe irgendein Bild, aber nein, das ist einfach so, bei dir, da gibt es ein anderes Gefühl. Ein schönes Gefühl. Es ist gerade extrem voll, überall Menschen, Bruder. Es ist ruhig. Ich glaube, ich kann schreien, es ist trotzdem ruhig. Leute, wir machen gerade Shopping-Tour in Medina. Ich habe mir jetzt eine Abaya gekauft und so ein Tuch für 130 Riyal, das sind ungefähr 30 Euro, ungefähr. Müsst ihr handeln, Leute, müsst ihr handeln. Wallah, die geben ihr auch schnell auf, muss man sagen. Ja. Sieht man, schaut da zu Hause, wie gut das aussieht, inshallah. Also Leute, der Özcan hat sich jetzt gerade hier Duft gekauft. Aywa, Junge. Alhamdulillah. Starke Salami. Diese Hut kostet 25 Euro, das sind einfach 7 Euro. Oder? Also allgemein, Leute, was ist verriechen? Das ist gut. Wie viel hast du Zeit? 45 für 5 Stück. 5 Stück? 45? Gut, ja, ich hab gehandelt. Gut, Bruder. Gut, ne? Bruder, der wollte Gebetsteppich mit Namen machen. Der schreibt vor allem mir. Wer ist das? Der sagt einfach, wer ist das? Ich kenne dich. Bruder, aber du hast noch ein Kind adoptiert. Du hast noch ein Kind adoptiert. Ja, Anita, Makbula. Na, Anita, no. Anita. Anita. Ja, Anita, Türkei, jo. Ja, Türkei, jo. Amina, Makbula. Oder im Arabischen gibt es kein Ä. Bist du I, deswegen Anita. Salina, Salina. Ja, Salina, okay. Almir. Alek, no, Almir, not mine. Weiß nicht, was das soll. Leute, hier kann einfach jeder Türkisch sein. Na, Moment, der hat einfach jemand auf Türkisch. 70, wenn nicht ein Boeing. Boah, der Kanacken über die da, Digga, ja. So, Leute, ich sehe jetzt einfach aus wie so ein richtiger Dubai-Mall-Händler, Bruder. Das war genau der Style, den ich gesucht habe. Alhamdulillah, ich hoffe, der sieht gut aus. So Leute, wir sind jetzt beim Babus Salam. Wir sind gerade auf dem Weg zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja, ihr habt hier nicht lange Zeit, weil die Soldaten immer sagen, lauf weiter, aber bleibt hier so lange ihr könnt, sprecht die Salawat. Sagt Assalamu alaikum, ya Rasulallah. Redet mit ihm. Macht reichlich Dua. Ich zeige euch mal, wo der jetzt begraben liegt, inshallah.
Also Leute, da habt ihr gesehen, wo das Grab von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Das war das große goldene. Ich blätter euch das ein, markiere das für euch. Da liegt er. Er liegt dahinter, hinter mehreren Wänden. Es ist da sehr geschützt auf jeden Fall, dass niemand in diesen Schrein buddeln kann oder sonst was. Aber Leute, einfach der Gedanke, das beste Geschöpf, was jemals die Erde betreten hat, was jemals erschaffen wurde von Allah subhanahu wa ta'ala, liegt dort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der uns die Sunna gegeben hat, liegt dort. Das beste Vorbild aller Menschen liegt dort. Wirklich Leute, versucht euer Bestes so oft es geht hier hinzukommen. Wallahi. Meine, wir brauchen das. Also Leute, wir haben gerade gefrühstückt. Wir sind gerade im Bus. Jeder hat gerade Mental Breakdown. Ich weiß gerade nicht, ob ich lebe oder im Berzach bin, Allahu alam. Wir gehen auf jeden Fall gleich los. Habibis, wir sind da in Uhud. Der ganze Berg da hinten und dieser Hügel hier ist ein wichtiger Bestandteil davon. Und wie genau es sein wird, werden die Schiur gleich inshallah erzählen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der stand mit seiner Armee dort, auf dieser Seite. In Richtung Medina, wenn jetzt irgendjemand kommen würde und das sehen würde, dann würde er denken, der Prophet also möchte in Richtung Medina gehen. Das heißt, die Feinde haben mit dem Rücken zu Medina geguckt und der Prophet hat in Richtung Medina geguckt. So hat der Kampf stattgefunden. Er hat gesagt, wenn der Prophet eine Rüstung anzieht, dann legt er sie nicht mehr ab, bis er gekämpft hat für Allahs Sache. Das heißt, wir sollten versuchen, immer den Rat vom Propheten zu folgen. Guck mal, was für ein Zustand. Was für ein Zustand dieser Mann diese Dunja verlassen hat. Ihm war diese Dunja so egal, dass er alles vor sich gegeben hat, sodass am Ende nicht mal genug Geld übrig war, um sich einen Kefen leisten zu können, um den Propheten Gefährten damit einzulösen. Also Leute, hier in Uhud gab es sehr, sehr viele Ereignisse. Kennt alle die Schlacht in Uhud natürlich. Da, wo die Muslime den Kampf verloren haben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Bogenschützen den Befehl geben, dass sie den Hügel, genau diesen Hügel da, nicht verlassen sollen. Das haben die aber dann trotzdem gemacht, weil sie gesehen haben, da liegt die Beute, da liegen Soldaten. Der Sieg war nah für die Muslime. In dem Moment, wo die das gemacht haben, hat Khalid bin Walid das gesehen und ist wieder zurückgekommen. Und Khalid bin Walid, das ist einer der krassesten Strategen oder Kriegsdienste, die es halt so gibt. Ja, und da gab es dann den Wendepunkt des Krieges. Und somit sind viele Sahaba verstorben, Hamza radiallahu anhu ist verstorben, Mus'ab ibn Umair ist gestorben und sie sind alle in diesem Friedhof, den ich jetzt einlende, begraben. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Ja, nee, das soll einfach unsere Lehre sein, dass wir nicht die Befehle von Muhammad sallallahu alaihi wasallam missachten sollen. Ja Leute, der Bruder kennt sich mit Arbeitssicherheit aus auf jeden Fall. Ich habe Abdest genommen, wie ihr sehen könnt, habe jetzt mein Tuch abgenommen. Wir gehen jetzt hoch beten in der Masjid der Kildatayn. Das ist einfach eine Moschee, die zwei Gebetsrichtungen hat. Und die Geschichte dahinter ist, dass irgendwie die Gebetsrichtung mitten im Gebet von Allah geändert wurde. Und die Muslime sich mitten im Gebet von Masjid al-Aqsa zu Mekka sich gewandt haben. Und das zeige ich euch gleich, inshallah, die beiden Gebetsrichtungen. Deswegen heißt die Moschee halt die Moschee der zwei Gebetsrichtungen. Aber wie ihr es da oben sehen, das ist die alte Qibla Richtung Masjid al-Aqsa. Und das ist die neue Qibla nach Mekka. Und wir beten jetzt erstmal, inshallah. Ja, Bibis, das war's. Wir haben gebetet, alhamdulillah. Jetzt geht's wieder zurück zu den Bussen und nach Masjid Quba. Masjid Quba ist das Besondere, wenn du die Gebetsrichtung machst und dich auf den Weg zur Moschee machst und dort betest, kriegst du die Belohnung von einer Umrah. Das heißt, ich habe jetzt theoretisch gesehen dann drei Umrahs gemacht. Versteht das, Schweine? Das ist eine gewaltige Belohnung. Du betest da zwei Rakah und kriegst die Belohnung von einer Umrah. Das ist brutal. Respekt, wollten sie nicht Medina eintreten, bevor der Prophet nicht zu ihnen kommt. Ließ er sein Kamel von alleine gehen, bevor er sich niedergelassen hat. Sein Kamel ist gegangen und er hat zu den Sahaba gesagt, lasst es. Es ist sozusagen von Allah subhanahu wa ta'ala geleitet. Geht es um diesen Vers darum, dass Allah sagt, dass sie die Moschee
Habibi, Sie sind jetzt bei der ersten Moschee, die in Islam hatte, und zwar Masjid Quba. Ihr seht das ja, Habibis. Ja, überlegt mal, die allererste Moschee, die jemals der Islam hatte. Und wir gehen jetzt rein und beten da drin, das habt ihr gesehen. Ja, da bist du da. Guck mal diesen Menschen da an. Geh mal beten, ihr Salam, ihr holt deine Umrah-Belohnung. Ich war am Schlafen, mein Abdes ist weg. Hey, Hälfte Bus hat geschlafen, alle haben kein Abdes mehr. Ja, unglaublich, ja, die erste Moschee, die es im Islam gab. Also Leute, man merkt, oben ist nur abgeschirmt. Da ist keine richtige Decke, glaube ich. Sieht so aus. Das ist die erste Moschee, die es im Islam gab. Allahu Akbar. Ja, ich bete in zwei Raka, dann schaue ich mir ein bisschen die Gegend an. Der Sheikh hat doch gerade erwähnt, Habibis, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, dass diese Moschee, Masjid Quba, dass das von Leuten gebaut wurde, die Taqwa haben. Also die Leute, die Gottesfurcht haben, die Angst vor Gott haben. Von solchen Leuten wurde die Moschee gebaut. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das sagt, oder dann. Ich fühle mich hier wohl auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr schöne Moschee. Die Leute, die laufen einfach hier rum und hier ist einfach ein Achid, der Wasser verteilt. Barakallahu fik. Einfach so, Bruder. Die verteilen fast Wasser. Und das ist Fisabilillah, was die machen. Das ist Fisabilillah. Genau das, was die da machen. Leute, wir fahren jetzt zurück. Wallah, mir geht's gar nicht gut. Also Leute, ich war gerade schlafen gewesen und ich habe jetzt gerade Odur nachgebetet. Die machen gerade irgendwas, irgendwie irgendein Geschenk haben die oder so, keine Ahnung. Also Leute, ich komme an, auf einmal die essen Kuchen, Bruder. So ein Balchok-Kuchen. Ich habe mir jetzt ein Stück genommen, ich esse jetzt. Bismillah. Wir sind hier wieder mit den Jungs, die wollen gerade Sachen kaufen. Die holen jetzt so Gebetsteppiche. Die wohnen zu Gebetsteppiche. Tijara in Medina. Aywa. Ich kann auch nicht wohnen soll. Ja, Walla, hier ist so ein Parfüm, das bin ich. Walla, kein Plan, was ich wohnen soll. Ich bin gerade einfach, hab das Ding genommen, hab einfach ein bisschen massiert. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Liebe Geschwister, wir sind hier gerade in Medina. Was hast du geholt? Ich hab mir alhamdulillah Geschenke für meine Geschwister geholt. Das sind Teppiche mit Namen drauf. Ich bin sehr zufrieden. Auch die Verhandlungspolitik war sehr gut. Alhamdulillah. Guckt euch diesen wunderschönen Ort an. Das steht an, Habibis. So, Habibis, nach kurzer Auffrischung im Hotel geht es los. Wir gehen Maghrib beten und dann geht es zur Rauda, inshallah. Ich freue mich. Leute, ich weiß nicht, was da abgeht. Die Schirme, die machen gerade zu. Subhanallah. Die machen gerade zu einfach, man sieht das da selbst. War da krass. Alle auf dem Weg zur Rauda, inshallah. Eine ganze Kolonne. Was man unter Paradiesgarten versteht, ist es jetzt nicht so, dass wir da reingehen, da sind Rosen und Blumen. Nein, Paradiesgarten ist damit gemeint, wir sind aus überzeugt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass was zwischen seinem Haus und die Kanzel ist, ist ein Garten von Gärten von Paradiesen. Und wir werden natürlich davon profitieren, indem wir natürlich da beten werden, inshallah. Die machen das sehr, sehr geordnet und sehr, sehr nach Plan. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen hier. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich schon rankommen oder ob wir das Aschergebet oder tatsächlich drin beten. Das wäre natürlich das Perfekte. So, ne? Ja, wir sind drin. Security-Check durch. Jetzt verteilen die uns jeweils auch so kleine Plätze, wo wir dann halt verweilen und dann lassen die Gruppe halt rein. Ja, Leute, es geht los. Wir dürfen rein. Einfach maximal voll, Digga. Ne? Hier sind wir in der Rauda, Habibis. Das ist das Gebiet der Rauda. Ich gehe jetzt beten, dann melde ich mich, inshallah. So sieht das auf jeden Fall hier aus. Thank you.
Also Leute, von dort, das ganze Gebiet bis zu diesem Mimbar hier, wenn das mal fokussiert, bis dahin. Und bis nach ganz da hinten, Allahu alam, wie weit ist der Bereich des Paradieses sozusagen. Also Leute, wir waren drinnen, wir haben noch den Propheten begrüßt und in der Rauda gebetet, reiche Dua gemacht. Man überlegt einfach, das ist das Paradies, nee, so ein Paradiesgarten, und man ist einfach da und macht Dua und man betet, das ist schon ein krasses Gefühl, der Ordner. Er ist so überfüllt und die Leute, die rennen um deren Leben, als würden die keinen Platz bekommen. Ich weiß, die wollen gerne vorne beten und so, aber ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn die einfach so rennen, aber egal. Wir sind die, die geduldig sind, Leute, deswegen ganz wichtig, geduldig sein. Alhamdulillah, dass wir die Möglichkeit, dass wir da drinnen beten konnten. Jetzt gleich, ich werde so, ich bleiben. Und dann geht's zum Hotel essen. So Leute, nach dem Essen haben wir ein bisschen mit Sheikh Zakaria gesessen. Ein bisschen mit dem gequatscht. Wallah, so ein cooler Typ. Nur allein segnen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen. Die wollen noch Koran lesen und so. Möge Allah es annehmen, aber heute nicht mit mir. Ich kann nicht mehr, ich bin müde. Ich muss schlafen, Digga. So Leute, ich habe Dohr auf den letzten Drücker gepackt, Digga. Ich habe Dohr nach hinten, da wo der Mann gebetet hat, gebetet. Ich sehe hier alles Gebetsfläche. Ja, ich bin zu spät aufgewacht und dann musste ich auf Toilette. Und dann hat sich das Ganze so krass verschoben, dass ich erst zu euch gerade mal rausgekommen bin. Naja, keine Schade. Wir gehen jetzt zum Museum, inshallah. Ich bin gespannt, wie das dort ist. So, wie es gibt zwei Museen. Einmal über die Biografie von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und dann einmal über die Moschee selber. Und hier ist irgendwo der Eingang, Bruder. Ja, hier ist der Eingang. Hier sind die Saudi Berets. Leute, ich war jetzt im Museum gewesen, war sehr schön, ich konnte ein bisschen was aufnehmen. Erster Moment, wir dürfen nichts aufnehmen, habe ich schon respektiert, aber nach einer Zeit habe ich gesehen, dass jeder aufgenommen hat, deswegen dachte ich mir irgendwann so, Bruder, dann dachte ich mir, wenn jeder aufnimmt, nehme ich auch auf, Bruder, ganz ehrlich. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen, Habibis. Wir haben jetzt hier ein bisschen Futter geholt für die Vögel und wir füttern die jetzt, aywa. Wenn dein Mann bist, du probierst jetzt eins. Wanda? Ja. Hättest du bei Hochzeit diese Nüsse hier liegen? Das ist genauso. Also Leute, wir sind jetzt gerade bei KFC, Bruder. Ich bin ehrlich, es gibt die zwei KFCs. Ich bin jetzt bei einem von den beiden und der ist sehr langsam. Da arbeiten für drei Leute, für 15 Menschen. Ja, geil, inshallah. Ja, Anna. Wo bin ich? Jalla Leute, Bismillah. Mohammed. So, Babys, wir haben jetzt hier einen Spaziergang mit der ganzen Balcho-Gruppe, die mitkommen möchten. Da vorne sind die Schioch und die zeigen uns jetzt was ein bisschen um der Masjid an-Nabawi, was hier alles so Besonderes gibt. Man kann ja abudu Muhammadan. فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فدين كفيت صلى الله عليه وسلم أنجبتت هات دين كفيت صلى الله عليه وسلم إس كشتور وفا الله أنجبتت هات الله سبحانه وتعالى إس لبندش لإيبش لبندجر وإن أشتير dem Schwiegersohn des Propheten صلى الله عليه وسلم und sein Vetter, also sein Cousin. Genau, ansprechend. Die Moschee von Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Auch nicht osmanisch. Eine Moschee, die da steht, vor den Osmanen quasi aufgebaut. Das ist der Ort gewesen. Hat es geregelt? Es gibt sehr viele Wunder, die der Prophet hatte, sallallahu alaihi wa sallam. Wir können etwas weiterlaufen, inshallah. Und genau, wenn ich hier einen kurzen Moment, also ich glaube, das dauert nicht weiter.
WCs, wo man sich frisch macht. Man sagt, da wo dieses Häuslein steht, da war das Haus von Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu. Er war der Erste, der den Propheten, der die große Ehre hatte, den Propheten zu empfangen in seinem Haus. Und sein Grab liegt jetzt wo? In Istanbul. Ja? Allahu Akbar. MashaAllah. Hoş geldiniz. So, Babys. Spaziergang vorbei, ich habe das geholt. Zakaria und die Jungs warten da wegen gleich in die Moschee. Es ist Maghrib-Zeit, es ist wunderschön gerade, wallahi. Es war alhamdulillah ein sehr schöner Vortag gewesen. Wir sind einfach gelaufen, Leute, weil die Polizisten lassen eigentlich keinen Vortrag machen, gar was sie haben. Aber alhamdulillah war trotzdem schön, die haben sehr, sehr viel erzählt über die Geschehnisse hier und was für Bedeutung auch die Moscheen, die wir vorhin gesehen haben, haben. Seit ihr Maghrib gebetet, alhamdulillah. Leute, gebt euch mal diese Aussicht, wallah. Allahu Akbar. Unglaublich. Alles halal. Hol du einen. Ja, okay. Soll ich das nehmen? Ja, hol du das. Was ist das hier, Bruder? Auch nimm einfach mit, Bruder. Alles Chupa Chups. Bruder. Surprise, Bruder. Boah, der ist gerade, Bruder. Für ihn ist das gerade Gender hier. Gender auf Erden. So, wie wisst, ich bin jetzt wieder im Hotel. Ich mache mich gerade ready. Wir gehen mit Sheikh Zakaria, den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, besuchen. Und er hält gerade diesen Vortrag. Problem ist, ich habe nur 4%. Und mein Handy hat gerade Wasser gefangen. Ja, nee, ich hoffe, ich kann es aufnehmen. Ciao, Allah. Bestimmt hier in unserer Gruppe, wir haben das immerhin auch mal. Leute, die sind von Vereinen, die sind engagiert. Erst wenn ich nach Deutschland gehe, sehe ich die, wie die engagiert sind. Und der geliebte Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, man stemme aqum und jibayti min buyutillah. Noch lieber sind. Also die liebsten Behörden sind in Berlin. So. Wenn du den Garten nicht immer Wasser, ja, den Pflanzen gibst, was passiert mit den Pflanzen? Tot. Die gehen kaputt. Das heißt nicht, dass wir das studiert haben. Also, der Islam, brauchen die Pflanzen einmal nur Wasser? Die brauchen immer wieder Wasser. Und alhamdulillah, du hast jetzt, mashallah, den Hadith wiedergegeben, ein schöner Hadith, den ich sogar den Soldaten erzählt habe. Ich habe es ihm wiedergegeben, was du gesagt hast. Und der Soldat war sogar glücklich und hat gesagt, okay, bleibt in einer Reihe und so weiter. Der ist sogar gegangen. Aber dann kam die Behörde wieder und du hast dann alhamdulillah den Hadith erwähnt und da hast du über die Reue geredet und dann bist du da stehen geblieben und da hast du einen Koranvers geändert. Also Leute, wie ihr gemerkt habt, das hat sich schnell gewendet. Aus dem Vortrag wird einfach einzelne Gruppen, weil man darf hier irgendwie keine Ansammlung mehr von Gruppen machen. Ich weiß nicht warum. Da haben wir ein bisschen Koran gelesen jeweils. Jetzt gehen wir zurück. Und die haben Kamelfleisch gegessen. Oder Fleisch. Oder? Genau, und dann hat der Prophet Kamelfleisch. Weil der andere Fleisch musste ja kein Wudu machen, also beim Kamelfleisch. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat dann den Sahaba befohlen, Wudu zu machen. Aber jetzt, was die Ursache ist, da haben die Gelehrten jetzt Meinungsverschiedenheiten. Die sagen, hat er denen gesagt, macht noch mal Wudu wegen Kamelfleisch? Oder weil der Prophet war ja sein Charakter war. Bruder, ich sag dir ehrlich, der Prophet hat nicht beleidigt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat keinen so erniedrigt. Ob Sklave oder reich oder arm. Der Prophet war lieb zu allen Menschen. Sallallahu alaihi wa sallam. Leute, ich bin nach Fajr eingeschlafen. Und ich bin erst um kurz vor 9 aufgewacht. Und um 9 wollen wir los. Der Bus hat sich alhamdulillah verspätet zu meinen Gunsten. Ich esse es gerade. Yalla. So Leute, wir haben jetzt eine Privateskorte für die Männer. Zum Bauernhof, wo es Kamelmilch gibt. Bismillah. Stopp, das wird jetzt hier Kheritschala, wie wir sitzen. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie eine Leiche, aber ich sehe noch schlimmer aus. Wir sind da, das sind meine Habibis. Das ist Mustafa, das ist Amo ibn Bilal. Ding ist gut, alhamdulillah. Abdelaziz! Khaye! Hallo! Wenn du Muslim bist, mach ein Geräusch! Habibi, der ist noch nicht so weit. Der macht einfach Kacke, während der isst, Bruder. Oder die chillen einfach.
Ich kann gerade sehen, die melken uns gerade. Der Bruder ist. Der hat geküsst, hast du gehört? Habibi. Dann Abus, einer Abus. Ist das Schaum, Bruder? Ja. Sieht schaumig aus. Ja. So, Leute. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wallah, wenn ich krank bin und schissig weiß, vergib mir jetzt Schifa. Bismillah. Geht eigentlich schon klar. Das schmeckt einfach nach Milch mit Salz. Ich schwöre, 1 zu 1 Milch mit Salz einfach. Leute, wir haben jetzt hier kleine Sachen geholt. Knacke, weißt du, oder? Wir haben Sheikh Mustafa jetzt einfach mit abgeschleppt. Da ist jetzt mit uns. Mashallah, mashallah. Wallahi, die mit den Geschwistern hier und mit Bruder Ahmed, das macht richtig Spaß. Ich kann das nur empfehlen, Umrah auch mit Bruder Ahmed zu machen. Allahu Akbar. Also, wie ich euch schon versprochen habe, wer mit ihm geht, der wird nicht traurig sein. Und das ist so, oder? Ich hab das vor der Reise habe ich doch versprochen. Alhamdulillah, ich habe mein Versprechen eingehalten. Leute, einfach so Bücher umsonst von Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Deutsch. Deutsch, Bruder. Leute, jetzt Azan, wir haben hier ein paar Bücher bekommen, Alhamdulillah. Ich bete erstmal, dann sage ich euch, wie die Moschee war. Das Museum war. Ja, ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt gerade einfach so zu Hause sitze und einfach rede. Das liegt daran, ich habe vergessen zu erzählen, wie das Museum gewesen war, Digga. Auf jeden Fall kurz und knapp, das Museum war sehr schön gewesen. Wir durften aber drinnen wirklich nichts aufnehmen. Wir hatten eine Tour gehabt mäßig, deswegen durften wir auch nur zu einer bestimmten Uhrzeit dahin. Ihr geht hin, bezahlt das Ticket, dann kriegt ihr ein Ticket für eine bestimmte Uhrzeit. Und dann ist da jemand, der euch das Ganze erklärt, auf gutem Englisch eigentlich. Und drinnen ist viel digitalisiert und da drinnen sieht einfach wunderschön aus, aber es ist kalt drin. Also, ja, zieht am besten Schuhe an, damit ihr nicht irgendwie die Kälte von unten bekommt oder sonst was. Also, drinnen ist es sehr, sehr kalt, muss ich wirklich sagen. Aber ansonsten, man hat viel über den Propheten sallallahu alaihi wasallam mitbekommen, über seine Familie, über seine Seera. Es war overall einfach sehr, sehr schön und ganz am Ende, habt ihr gesehen, haben wir einen Film geguckt. Das war's. So, wir machen uns gerade ready für die Dattelplantage. Die ganze Balchok-Gruppe ist gerade hier unten und ja, ich freue mich. Habibis, wir sind da. Wallah, ich dachte, wir wüssten oder sowas, einfach hier mitten in Medina. Leute, ne, es sieht einfach hier geisteskrank aus, wallah. Es sieht so entspannt aus, einfach so ruhig, Bruder. Also Leute, wir chillen jetzt hier, weil ich weiß, was los ist. Heute ist mein Abschiedsprogramm am Start, weil einige von uns morgen schon ihren letzten Tag haben. Ich habe meinen übermorgen. Wir haben uns alle zu Chai gegeben, Rosenwasser. Wir sitzen alle reden, gerade war Koran-Rezitation. Und ich bin gespannt, was sie geplant haben für das Abschiedsprogramm. Diesen schönen Palmengarten, der, wie ich mir habe sagen lassen, auch selber Datteln trägt. Alhamdulillah, dass wir hier zusammenkommen dürfen und dass wir so schöne 2 Wochen gehabt haben. Und ich hoffe, dass ihr im Namen der Familie Balchok eure Reise von A bis Z genießen konntet. Wenn wir diesen Ort verlassen, nach Deutschland, gestärkt wieder zurückkehren und das mitnehmen, was wir hier gelernt haben.
Wenn wir nach Deutschland gehen, warten auf uns Prüfungen, der Alltag. Aber wir haben hier Iman gesammelt. Wir haben hier unser Herz mit Licht gefüllt. Wir haben hier den Islam gelebt. Şefaattan sonra tabii bir vesile Rabbimiz her zaman bizlere vesileler kılar. So langsam dem Ende zu und nach ein paar Tagen sind wir schon zu Hause bei unseren Liebsten, bei unserer Familie. Dass wir unser Leben nach der Umra bzw. das Zentrum nach unseren Gebeten richten. Auch für alle anderen Geschwister, dass ich jeden Einzelnen auf seine besondere Art und Weise kennenlernen durfte. Ihr seid alle ganz besonders tolle Menschen. Ihr habt ein ganz besonderes, tolles Herz. An yataqabbal umratana umratan maqbula. Ikhwati wa akhawati, ismi Ibrahim Balchok. Die Firma wurde vor 38 Jahren von ihm gegründet. Und er hat die Ehre, oder hatte die Ehre, bis jetzt insgesamt 60.000 Gäste von Allah subhanahu wa ta'ala zu empfangen. Er sagt, dass er noch nicht im Ruhestand ist und immer noch im Hintergrund mitarbeitet. Und das ist auch ein Grund, warum er heute hier ist und euch begleitet. Diesmal habe ich mehr von so einer Gemeinschaft halt mitbekommen. Beim ersten Mal natürlich auch, aber beim zweiten Mal, mashallah, ist das eine große Gruppe. Und man versteht sich mit jedem Einzelnen. Ich habe vieles lernen können, Alhamdulillah auch. Wenn man eigentlich wieder nur eine Umra macht, man lernt trotzdem neue Leute kennen, man lernt trotzdem neue Sachen, seine eigene Religion kennen. So, aber jetzt bin ich online geflogen, aber ich habe jetzt viele Brüder kennenlernen können, Alhamdulillah. Und das war für mich am meisten wert, dass ich das einfach mitbekommen habe. Alhamdulillah, dass Allah uns wieder eingeladen hat oder uns zum ersten Mal eingeladen hat. Und möge noch ein weiteres Mal einladen. Noch vorher noch spontan angemeldet. Ja, das Gefühl, was ich hier habe, ist gerade Freude, weil ich hier bin, aber auch Trauer, weil ich nach Deutschland zurückkomme. Ich habe den Namen nicht gesehen oder gehört, aber für uns war es immer so selbstverständlich, zum Beispiel in den Bussen zu steigen. Nur mal da, das als ganz, ganz kleines Beispiel. Das erfordert aber auch ganz viele Organisationen und ganz, ganz viel Vorarbeit. Das hat zum Beispiel Abdurrahman sehr, sehr gut gemacht, mashallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu uns stark lassen, dass der Shaitan unsere Hasanat nicht stillt. Wir müssen wissen, wir haben, wie die Schuyukh gesagt haben, viele Hasanat. Und der Satan möchte uns das alles stehlen. Wenn wir diese Einflüsterung bekommen, diese bösen Einflüsterungen, negative Gedanken in unseren Herzen, sollen wir wissen, Shaitan ist gerade da, wenn unsere Hasanat stehen. Wie wir alle zusammensitzen, erfüllen uns den Wunsch, dass wir unsere Liebsten, unsere Familien, dass wir auch nach Mekka wiederkommen. In der nächsten Reise, inshallah. Jeder, der hier sitzt, ja Rabbi, auch unsere Wenigkeit, dass unsere Familien kommen, unsere Ehefrauen, unser Vater, unsere Mutter, unser Bruder, unsere Schwestern, unsere Nachbarn, unsere Liebsten und alle Muslime. Allahumma amin. Einfach morgen bin ich doch hier, übermorgen auch, aber alle verabschieden. Trotzdem sehr schön gemacht. Oh, das ist sehr schön gemacht. Ich war kurz davor zu heulen, aber ich hab mich gehalten. Wurde mir voll unangenehm, von den anderen Brüdern so zu heulen. Das war wirklich eine schöne Reise, Alhamdulillah. Unglaublich. Wallah, unglaublich. Möge Allah diese ganzen Menschen, diese ganze Organisation einfach alle segnen. Alle. Wallah, kein Plan, was ich tun soll. Keine Ahnung. Grüß dich noch Abdurrahman. Ich so, oberste Hand ist Allah eigentlich, aber Khalas. Meine Leute, ich hab. Bruder, ich hab herbe viel geholt, Land. Ich hab herbe viel geholt. Hier ist doch ein einziger Bus. Wir gehen jetzt zu so einem Laden, Bruder, der kostet 3 Riyal. Alles. Also so ein saudischer 1-Euro-Shop. Hier, Leute, alles 3 Riyal. Einfach alles, Digga. Hier gibt's doch voll viele Sachen. Hier sind Lippenstifte, Bruder. Das sind Lippenstifte. Ursprung von LGBTQ ist aus Saudi-Arabien, glaube ich. Habt ihr Tesbi, Leute? Also,
Ist alles nicht sonderlich krasse Qualität, aber Bruder, für 3 Real, es ist einfach Luxus, deswegen. Made in Türkei, Bruder. Wir sind fündig geworden, Leute. Wir sind fündig geworden. Uno. So, jetzt habe ich zum ersten Mal so ein Mist geholt von hier. So ein paar Stück Gold, die seht ihr da unten. Die Jungs kaufen noch. Also, ich sag mal so, inshallah hält der Geruch mehrere Stunden nächstens. Also Leute, wir warten gerade auf Gebet. Mit unseren... Subhanallah. Yalla, bis gleich. So, wie wisst ihr, die Frankfurter Gruppe macht sich gerade ready fürs Nachhausegehen. Ist komplett voll. Und... ja, ich gehe einfach mit. Warum nicht? Leute, ich hab's getan. Wir haben uns gerade von dem Propheten verabschiedet. Beziehungsweise ich hab den gegrüßt. Morgen ist ja unser Abschied. Ich habe jetzt hier Tespi geholt. Die kosten 99 Real, Digga. 99! 25 Euro, aber egal. Ich mach's. Ich bin nur einmal hier. Ich hab's getan, Digga. Hier sind ein paar Kennex, Bruder. Die sind zu zweit in einem Zimmer. Gebt euch mal. Gebt euch mal. Bruder, die haben eine Küche, Bruder. Toilette. Die haben Wohnzimmer. Die haben einfach Wohnzimmer. Schläft die beide hier? Hä? Schläft die beide hier? Ja, er hat auf der Couch geschlafen, aber das hat er zwei Toiletten, Bruder! Ja. Yeah. Wallah. Was ist das? Jungs, was viel habt ihr bezahlt? Ihr habt weniger als ich bezahlt. Hm? Die zahlen weniger als ich und kriegen so ein krasses Zimmer. Bruder, hätte ich so ein Zimmer, Bruder? Ich hätte Jamal hier zu Hause gebetet. So Leute, wir sind jetzt in der Lobby. Wir gucken gerade einfach Fußball. Und die beiden Jungs haben deren letzten Aufenthalt hier. Was hast du gerade gefragt wegen deiner Abeya? Ob ich damit in Frankfurt gehen kann. Bruder, sag einfach, du identifizierst dich als Bombe. Oh, wir haben 2023, kommt, Bruder. Das kommt böse, ja. One last time, I need to be no. Leute, die Frankfurter Gruppe steigen jetzt alle in die Busse. Alle. Könnt ihr alle vermissen. Wie lang? Assalamu alaikum. Hab euch lieb, Jungs. Wallah, so wundervolle Brüder, wallah. Leute, ihr könnt hier sehen, die checken nochmal alles ab. Das finde ich auch das Schöne am Baltalk. Die gucken alles nach, ob alle da sind, ob alle, jeder an Gepäck da alles hat. Und ja, die fahren gleich los, inshallah. So, Leute, boah, meine Stimme ist weg, klar. Meine Stimme ist weg. Oh, Fajr-Zeit. Mein letztes Fajr-Gebet in Medina. Ich hoffe, ich pack's noch Fahrt zu beten, Digga. Der hat einfach vor 10 Minuten. Also Leute, letztes Frühstück. Da ist mein Rührei mit Ei. Also Rührei mit Ei gerührt. Gerührtes Ei mit Ei. Freitagsgebet. Ich bin ein bisschen verspätet aufgewacht. Hab aber noch Rosol und so genommen. Ihr seht, es ist komplett überfüllt. Wir haben die Eingänge abgesperrt, weil es zu voll ist. Das heißt, ich muss ja draußen beten. Wie beim letzten Mal, oder? Aber redet alle. Soll so sein. Soll so sein. Also Leute, wir sind hier dann bei der Sonne. Ich bin gerade froh, dass ich dieses Ding hier auf meinem Kopf habe. Allgemein, wenn ihr irgendwo seid, bei hohen Temperaturen, wo die Sonne stark ist, dann bedeckt euren Kopf. Wallah, bedeckt euren Kopf. Es hilft. Wallah, es hilft. Also ihr seht, da hinten kommen die Leute nicht mehr rein. Haben die abgesperrt, weil es zu voll ist. Und dann werdet ihr höchstwahrscheinlich draußen beten. Und das Ganze wird sich jetzt bis nach ganz nach hinten ziehen. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أشهد أن Also Leute, Jumma gebetet, haben wir da geschafft. Aber also, es war sehr anstrengend bei dem Wetter. Also mein Rat an euch, wenn ihr Jumma Gebet gehen wollt, geht so früh wie möglich, damit ihr unterm Schirm oder wenigstens drinnen beten könnt. Wenn Jumma kommt 5 Stunden vorher. Bleibt vom Fajr am besten hier. Leute, unsere Schlappen, ich zieh die nicht an, die sind viel zu heiß. Wallah, habt ihr gerade angezogen, meine Füße sind wohl verbrannt. Ja Leute, kurz Mittagsschlaf gemacht. Es ist einfach 17.30 Uhr. Ich muss noch meinen Koffer packen. Ich wollte noch Kleinigkeiten holen. Jetzt nicht unbedingt lebenswichtige Sachen, aber Kleinigkeiten. Aber Redditch, das soll so sein. Vielleicht brauchte ich diesen Schlaf unbedingt, damit ich das heute überstehe. Allahu alam. Letztes Maghrib-Gebet steht an. Bisschen ehrenlos, aber ich gehe direkt ganz hinten. Ich gehe ganz hinten zum Moschee, damit ich direkt einkaufen kann. Allahu akbar.
bis Mario gebetet. Ich bin gerade bei Binder Wut drin. Hier hast du einfach alles, aber ich habe kein Geld mehr. Ich gucke jetzt gerade nach Kinder Schokobon Crispy. Und da bin ich hier raus. Mehr will ich nicht kaufen. Ey, hier gibt's so krasse Sachen, oder? Leute, mir schnappt man auch. Kurzer Prozess. In 3 Minuten rein, raus. Zack, zack, Digga. Aschergebet, Leute. So Leute, das letzte Gebet in Medina Munawwara gebetet. War sehr hart, Digga. Wallah, wie so ein, das ist wie so ein Schicksalsschlag irgendwie so. So, letztes Gebet, Khalas. Du bist jetzt hier weg. Und Allahu alam, wann mich Allah hier wieder einlädt. Ich schwör's euch, Leute, macht immer Dua, auch wenn ihr hier gestern noch gewesen wart. Macht Dua, dass Allah euch so schnell wie möglich wieder einlädt. Ich schwör's euch. Es war ein schönes Gebet, Alhamdulillah. Ich hab's auch diesmal mit viel Khushu gebetet. Inshallah, ya Rab. Möge Allah es annehmen. Ja, es geht jetzt zum Hotel. Essen, Koffer packen und dann geht's zum Propheten. Inshallah. Haut euch doch mal an, in den anderen Religionen. Haut euch doch mal ohne schlecht über andere Religionen zu reden. Aber man merkt bei den Christen, wie sehr sie sich eigentlich danach sehen, vernünftige Gebetsregelungen. Der eine kniet sich hin, der andere kniet sich vor das Bett. Der andere geht nur Weihnachten zur Kirche. Das ist wirklich nicht. Der uns diese Rechtsleitung gebracht hat. Und der Opfer für uns gebracht hat, der seine Familie verloren hat für uns, damit wir hier stehen und ihm dafür danken können. Was davon ist Pfand und so weiter. Und es gibt keine größere Ehre, als dieses Wissen zu haben, dass man in seinem Gottesdienst sicher ist. Und wer in seinem Gottesdienst sicher ist, der ist dann auch sicherer in der Anbetung. Also Leute, ich habe jetzt nicht allzu viel aufgenommen, weil das war jetzt ein Abschied. Ihr wisst ja, wie es dann aussieht. Ihr wisst ja, wie es abläuft da drin. Ja, weil das war jetzt kein Gruß wie gestern, sondern wirklich eine Verabschiedung. Deswegen, Leute, das war's. Das war's. Irgendwie, wie sagt man das? Mit einem Auge lacht man, mit einem Auge weint man. Ich freue mich auf zu Hause. Ich freue mich auf die Dinge, die mir lieb sind zu Hause. So, und auf meine Familie und meine Liebsten. Aber andererseits, ich will nicht weg. Weil hier ist das, ich weiß, das ist einfach... Alhamdulillah, dass Allah mir die Möglichkeit gegeben hat. Allah. Ich hätte niemals gedacht, dass ich wieder die Umrah machen kann in so einer kurzen Zeit. Ich hätte es niemals in meinem Leben gedacht. Ich glaube, jeder hat immer so Phasen, wo sein Leben ein bisschen so down geht. Und das hatte ich gehabt. Und ich dachte mir so, Bro, das wird niemals passieren, dass du wieder eingeladen wirst. Und das wird wieder, es ist einfach passiert. Alhamdulillah für die Möglichkeit, Allah. Leute, sie ist einfach eine Katze. Allah weiß, ob sie von ihrer Mutter abgestoßen wurde oder so. Allah, die ist so klein. Die hat hier Milch, aber die trinkt ganz halt nur ein bisschen, weil sie braucht Muttermilch, nicht Buttermilch. So, Bibis, Koffer gepackt. So, Habibis Koffer abgegeben. Jetzt ist das typische Prozedere, wenn man nach Hause fährt. Deswegen, ich bin jetzt auch hier im Vlog, Habibis. Danke fürs Gucken, Habibis. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet einiges lernen in diesem Umrah-Vlog. Ich weiß, der ging länger, aber ich hoffe, ich konnte euch einfach so gut es geht mitnehmen und euch auch motivieren. Voilà, wenn ich nur einen motivieren konnte durch das Video, ich schwöre, es freut mich sehr. Deswegen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, inshallah. Und wer weiß, vielleicht werden wir in nächster Zukunft gemeinsam Umrah machen. Wer weiß, möge Allah uns ermöglichen. Ich danke jedem Einzelnen von euch. Macht Dua für mich und wenn ihr dieses Video als Motivation nimmt, Umrah zu machen, da macht ebenso Dua für mich, inshallah. Alhamdulillah, dass Allah mich eingeladen hat. Alhamdulillah für die Reise, Alhamdulillah für die Möglichkeit. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, Leute, macht Dua für mich. Das war die schönste und emotionalste Reise, die man sich hätte vorstellen können. Du musst dir vorstellen, du siehst die Videos und die Bilder im Internet und dann bist du einfach dort, vor der Kaaba. Einfach, du weißt nicht wie, du bist einfach dort. Das ist ein Gefühl, das wirst du niemals vergessen in deinem Leben, denke ich. Wir haben es irgendwie geschafft, wir wurden eingeladen von Allah. Ich würde auch jeden Einzelnen empfehlen, der die Zeit und das Geld dafür hat, im jungen Alter dorthin zu reisen und immer mit der Absicht rangehen, nächstes Jahr nochmal vor Ort zu sein. Leute, ich weiß, ich habe den Vlog eigentlich beendet, aber wir sind gerade alle bei Burger King und haben alle kein Geld. Und wir essen trotzdem hier.